Willkommen bei Retro, meine Damen und Herren. Wer alte Bekannte trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, kennt die Situation. Viele Erinnerungen werden wach und es entsteht daraus meistens beste Unterhaltung. Darum widmen wir uns bei Retro heute Nachmittag wieder dieser Faszination von der Vergangenheit. Unsere Zeitreise bringt uns von Mitte 90er Jahre bis ins frühe 21. Jahrhundert, also gar nicht allzu weit weg. Und unser Gast ist einer von den schrägsten Persönlichkeiten, die beim Schweizer Fernsehen als Moderator gewirkt hat. Seine Experimentierfreude ist ansteckend und irgendwie ist er in gewissen Momenten bis heute ein Lausbub geblieben. Kompromisslos, auch wenn es nicht immer allen passt. Der Frank Baumann. Sendungen wie Ventil, Streetlife und Doppelmoppel haben wir ihm zu verdanken. Heute ist er vor allem als Werber, Kabarettist und Kolumnist aktiv. Und übrigens mitgebracht hat er natürlich auch heute wieder der Hund von der King, der Familienhund, ja. Oder? Der Gostitsch. Ja. Ja, das ist eigentlich unsere Feldpastete. Du, aber, ich bin Hopfell. Und der bleibt jetzt auch wieder eine ganze Sendung lang Ruhe? Ich hoffe es schwer, ja. Also, man muss natürlich auch ein bisschen erziehen, dass es so ist. Aber wir arbeiten dann mit Hypnose und allerlei anderen Massnahmen. Hypnose? Wie machst du das? Ja, einfach Hypnotisieren. Also, du kannst den Hund hypnotisieren? Kannst du das schnell demonstrieren? Ich kann es probieren. Also, das Problem ist ja beim Hund immer, dass der Hund meint, er sei ein Hund. Und wenn du von dieser Anlage ausgehst, reagierst du natürlich auf Sachen, die ein Hund spannend findet. Oder? Wenn jetzt auch Katze, also wieder, zum Beispiel ein Büsi, oder? Dann reagiert er gerade. Wenn er das Büsi hört, dann reagiert er. Und jetzt kann ich ihm das raushypnotisieren, quasi, ja. Das Behavior. Komm mal da hin. Was wir mit Hypnose versuchen. Ich weiß nicht, ob es geht. Schau mir in die Augen. Du wirst ganz müde. Du wirst ganz müde. Und schlaf. 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 Und jetzt meinst du nicht mehr, du sagst einen Hund, sondern zum Beispiel einen Schriftsteller. Was für einen? Peter Bichsel. Du bist jetzt der Peter Bichsel. Und dein Find ist nicht mehr das Büsi, sondern der Marcel Reich Ranitzky. Und wenn du den hörst, dann drehst du durch. So ist brav. Ja, und jetzt ist er quasi desensibilisiert. Ja, und jetzt, wenn er also Büsi hört, rast er nicht mehr wie wild durch die Gegend. Dann kannst du jetzt sagen, was Büsi? Du willst. Nein, er reagiert nicht mehr. Büsi? Ja, also nicht mehr wenn so fest. Wenn du mit ihm redest, dann reagiert er. Er hat ja nur hingere. Komm mal da hin, Platz. Komm auf den Platz. Ich weiß nicht, was testen. Nein, schon. Also Büsi ist für ihn kein Thema mehr in dem Sinn. Ja. Aber wenn er jetzt wieder an nichts gehört, dann würde er durchstarten. Okay. Ja. Unser Thema jetzt in dem ersten Teil zumindest ist noch mal ein bisschen Ventil, haben wir ja schon letzten Freitag angeschnitten. Also Ventil könnte man eigentlich sagen, ist am Anfang Radio am Fernsehen gewesen. Ja, mit einfachsten Mitteln. Mit einfachsten Mitteln, halt, wie man keine Showsteiger hatte und nichts konzentriert auf eine kleine Botschaft. Nämlich auf das Gespräch zwischen einem grossen System in einem Moloch und dem Einzelindividuum, das Fernsehen schaut. Das war das Konzept. Es war viel Fun wahrscheinlich auch in diesem Konzept mit dabei. Man hat wohl Spass an dieser Sendung, also auch von Seiten der Macher. Aber wahrscheinlich war auch ein Ziel da. Wollte man die Jungen locken oder wie? Wir haben immer gedacht, das Publikum, das das mag, das das sucht, das wird sich selber herauskristallisieren. Und so war die Palette sehr breit. Es ist von ganz Jungen, die schon haben schauen durften, bis zu Älteren gegangen. Man hat einfach einen minimalen Intellekt gebraucht, um das können abstrahieren, was man gesehen hat. Das ist immer das gleiche Problem. Der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Ist das, was wir jetzt machen, Wirklichkeit oder ist es Realität? Das ist Realität. Eben, aber jetzt am Beispiel von der Tagesschau kann man es gut darstellen, wenn es jetzt Hochsommer ist und man sieht den Tagesschau-Sprecher, denkt man, oh, der ist aber schön angelegt, Kittel und so. Aber vielleicht hat er kurze Hosen an. Also die Realität ist ein Mann mit Kittel, die Wirklichkeit ist vielleicht auch kurze Hosen an. Und wir als Zuschauer können das gar nicht dekodieren, die Informationen, die wir kriegen. Und das war der Charme von dem Ventil. Wir haben immer versucht, die Gratwanderung zu machen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, Klamauk, Ernst, Realität. Ventil sei eine Mogelpackung, so hat der Publikumsrat die Sendung verurteilt. Die Leute, die anrufen, werden nicht ernst genommen, hat es geheissen. Gönnen wir uns am besten ein Müsterli aus einer Sendung und anschließend sehen wir, was für Diskussionen Ventil damals ausgelöst hat. Eine ganze Dienstagsclub-Diskussionsrunde ist eingeläutet worden. Sogar der damalige Fernsehdirektor Schellenberg musste herstehen.
Wer ist jetzt... Hallo? Herr Haneck, sind Sie der Erfinder vom Haneck-Schuss? Haneck? Haneck. Jawohl. Er hört mich? Ja, sicher. Aber ich höre Sie fast nicht. Haben Sie etwas in den Ohren? Nein. Komisch. Machen Sie mal das Maul auf und sagen... Ah. Nein, es ist glaube ich nicht. Tun Sie mal das Ohr gegen den Bildschirm heben. Putzen. Ganz leicht gehört. Putzen. Q-Tipps, weiche Wattestäbchen, mein Lieber. Herr Haneck, was haben Sie? Haneck, nicht H. Haneck, A-N-E-G-G. Haneck. Also gut. Aber also, das haben Sie gehört. Und das H. H ist ein leiseliger Laut. Das ist interessant, dass Sie das hören. Können Sie gleich mal reden? Ja. Nein, mein Problem ist, dass viel zu wenig alte Filme kommen. Das stimmt. Alte Römerfilme. Es sind viel mehr so historische Römerfilme gekommen. Römerfilm? Römerfilm. Aber ich habe das im CVC gesagt, jetzt weiss ich nicht mehr, wo der ist. Da hat ja ein Stadtrat von Bern angeläutet. Und der hat sich beschwert, dass zu wenig Militärsendungen kommen. Jetzt könnte man das vielleicht kombinieren. Nein, Militär ist etwas viel anderes. Ja, aber Römer ist also nicht weit weg davon. Mit mir ist ein totaler Scheissdreck. Aber Römer? Das ist ein guter Film. Ja, auch nur ein Film? Nein, das sind gute Filme. Ja, die meinen die Kostümfilme, Ben Hur und so. Ja, die sollen es wieder mal bringen im Fernsehen. Haben Sie einen Breitwandfernsehen? Nein, einen kleinen. Da müssen Sie aber ganz nahe her sitzen, damit Sie das spüren, wenn der Ben Hur so an der Kamera vorbei schaust. Also, der Grund, warum wir so rasch auf den Plan gekommen sind, ist eigentlich, dass wir finden, Ventil ist ein Mogelpack. Der Inhalt des Mogelpack ist interessant. In der Vorankündigung hat es geheissen, da drin sei ein pfiffig, schalkhafter Schnelldenker, ein witziger Mensch. Effektiv ist in diesem Inhalt eher ein Lachsack oder ein Scherzkeks. Aber das werde ich dann auch später vielleicht noch mit der anderen Seite ein bisschen ausdiskutieren. In der Vorankündigung hat man einem Publikum, einem ganz grossen, vielfältigen Publikum von Radio und Fernsehen DRS versprochen, da können wir jetzt einmal antreten mit seiner Kritik am Fernsehen, Dampf ablassen, frisch von der Leber weg, und es werde dann da nicht mit harten Bandagen gekämpft. Das ist eine riesige Menge, die man angesprochen hat und wo man eine riesige Erwartung geweckt hat. Und jetzt, was war jetzt das Produkt für euch? Das Produkt war ganz anders. Die argelosen Zuschauer, die leider die Berühmtheit von Frank Baumann nicht gerade präsent kennt, weil sie nicht zum Zürcher Kuchen gehört und auch nicht so drum herum um die Werber herumgehört. Das Publikum ist plötzlich mitten im Ring gestanden als Sparringpartner von einem Selbstdarsteller, der seine Sprüche geklopft hat. Im besten Fall hat das Publikum seine ernsten Anliegen noch liefern als Stichwortlieferant, damit Sprüche schneller geflossen sind. Im schlimmsten Fall sind die Leute aus dem Publikum, die wirklich nicht gewusst haben, was auf sie zukommt, selber zur komischen Figur geworden. Typiert, verwirrt, blamiert, auf alle Arten. Und diesen Umgang mit dem Publikum haben wir doch sehr schockierend gefunden. Immerhin zahlt das Publikum immer noch Gebühren und muss sich ja nicht eigentlich eine globale Publikumsbeschimpfung gefallen lassen. Ist es das, Publikumsbeschimpfung? Ich finde das jetzt nicht. Ich finde das toll, wie Sie das jetzt gesagt haben. Ja, ich denke, es gibt ja einen Graben zwischen den Befürwortern und den Gegnern, und der ist ziemlich gerade umrissen. Es gibt Jugendliche, Städter und Städterinnen, und es gibt eher ländliche, vielleicht gesetzteren Alters. Und das ist klar, dass dort eine haarscharfe Linie oder mehr oder weniger scharfe Linie gezogen wird. Aber ich bin der Meinung, man muss ja nicht unbedingt eine Sendung machen, jetzt, wo es sich nur an Frühgeriatrische richtet. Man kann ja auch zum Beispiel eine Sendung machen, wo junge Leute einen Zugang finden können. Es ist ja jedem freigestellt, anzuleiten. Und wenn man sich überlegt, dass pro Jahr, Sie haben heute am Mittag mal etwas gesagt, etwa 7'000 Stunden Sendung werden gemacht. Ja, 6'000 bis 7'000. Also sagen 6'000 bis 7'000 Stunden Sendung. Und das Ventil geht eine halbe Stunde, kommt vielleicht 20 Mal im Jahr, macht 10 Stunden auf 7'000 Stunden.
dann muss ich sagen, dann sehe ich da die Relationen nicht ganz. Darf ich darauf noch kurz replizieren? Ich habe gar nichts gegen das. Wenn die Deklaration von diesem Produkt richtig gewesen wäre, was für Ihre Art vom Scherz und von Ihrem Scherzverständnis richtige wäre, wäre eben auf der anderen Seite auch ein Publikum, wie Sie es beschrieben haben. Und das hat niemand aus der Ankündigung gemerkt. Man hat sich an das Publikum gewendet, statt an die Scherzkeks und allenfalls Blödelvolontäre, die Ihnen gewachsen wären und mit Ihnen in den Wettstreit getreten wären und das eigentlich gemacht haben, was Sie gerne wollten. Und das hat ja nicht stattgefunden, weil sich die falschen Leute durch die Aufforderung, meldet euch, sagt etwas angesprochen, gefühlt hat. Hey, da könnten wir jetzt ja weiterfahren. Jetzt wissen Sie als Publikum. Jetzt weiss sind Sie es, glaube ich, der Hinterletzte in der Schweiz, dass das so eine Sendung ist. Also selbst die NZZ hat ja dem sehr viele Ziele gewidmet. Also wenn es nur an der Ankündigung gewesen wäre. Nur, es wäre ein Missverständnis, dass da nur Scherzkeks anrufen sollen. Sondern es sollen Leute anrufen, die mit den Fragen, die wir täglich konfrontiert haben, ich kann nachher mal sagen, wie wir mit denen umgehen, die ja immer sehr allgemeine Fragen sind, die, ich muss auch sagen, zum Teil mit einer guten Intoleranz gepaart sind, dass auch solche Leute anrufen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn jemand im Leben nichts Schlimmeres passiert, als dass er in einer solchen Sendung anruft und nicht vorbereitet ist, dann hat er wahrscheinlich gleich noch ein glückliches Leben. Also so verrückt ist jetzt das. Ich kann einfach die Aufregung um das Ganze nicht verstehen. Und ein Kommuniqué, wo dann, also Entschuldigung, fast eher verletzende Dinge drinstehen wie der Frank Baumann. Also da sehe ich einfach, da sehe ich die Relationen wirklich nicht mehr. Für das. Wir haben gewusst, die Sendung wird durch die Ankündigung, das würde ich Ihnen noch zugeben, dass das, ich bin der Meinung, man sollte stärker, ich bin nicht da gewesen, man sollte stärker ankündigen. Aber wissen Sie, das nützt gar nicht viel, weil die Leute lesen das zum Teil auch nicht und machen so mit. Und man muss ja damit rechnen, dass die Leute dort reinkommen, die nicht wissen, dass das eine Scherzsendung ist. Aber jetzt, die Frage möchte ich doch noch klären. Publikumsbeschimpfung. Ich habe das Gefühl, nein, also, das ist doch eine Konzeptfrage. Und der Frank sagt doch in jedem Zeitungsartikel, die wollen mich hassen, die Leute wollen, ich muss noch härter werden, ich muss noch das ist doch keine Publikumsbeschimpfung. Also, Entschuldigung, da schaut ihr mal Oliver Stone sein Talkradio an. Oder geht nach Amerika. Nein, das ist Publikumsbeschimpfung. Ja, nur ist ein Unterschied, ob man ins Kino geht oder ob man das im Fernsehen hat. Das ist ein gewisser Rezeptionsunterschied. Ich habe Ihnen nur gesagt, das gibt ja auch eine Realität in Amerika wieder. Oder? Das hat Film. Nein, ja. Ich behalte es auch nicht für eine Publikumsbeschimpfung. Aber wenn wir so etwas machen würden, würde es als Publikumsbeschimpfung verstanden werden. Ganz sicher ja, von einer Mehrheit des Publikums. Der grosse Unterschied von Talkradio ist eben, dass er sehr lange mit den Leuten redet und dass er sich etwas hineinsteigert, weil die Leute mit ihm einen Fight austragen. Richtig. Und das ist eine wirkliche Kommunikation. Ich werfe von Frank Baumann gar nicht vor, dass es provozierend ist. Im Sinne von Skandals, das eigentlich darf ich nicht machen und das ist trottelmäßig oder so. Es hat ein paar gute, das ist ja manchmal auch lustig gewesen. Das Problem ist, dass ich finde, man könnte viel mehr rausholen, man könnte viel mehr mit den Leuten reden. Ich finde, dass zum Beispiel, eben, Talkradio ist ein guter Hinweis, das ist Radio, oder? Ja. Und eigentlich ist es so, dass man könnte in so einer Sendung erfahren, was die Leute wirklich für Träume und für Wünsche haben, das Fernsehen, also was die Leute eigentlich wirklich vom Fernsehen halten, weil das ist eine Dream Machine und das kommt jeden Tag in ihr Haus und sie dürfen sich gar nicht äußern dazu, wirklich, oder? In den Sendungen, wo sie eingeladen sind im Fernsehen, ja, es sind immer drei Worte, drei Sätze. Und in dieser Sendung wäre es ja möglich gewesen, da kommen die Leute und sagen, sie wollen gerne mehr Römerfilm. Jetzt müssen wir das mal feststellen, warum sagt einer, er will mehr Römerfilm. Das ist ungeheuer, oder? Das ist du hast so einen Schatz gefunden, Frank Baumann. Und du hast einen gehoben, oder? Das wirf ich dir vor. Du hast das Problem. Ja, das ist ja nicht das. Nein, das geht in 30 Minuten. Das könnte 30 Minuten. Du könntest herausfinden, warum. Das wäre eine interessante Sendung. Das wäre eine wirklich interessante Sendung. Und vor allem wäre es eine Sendung, wo man herausfinden könnte, was das unbekannte Wesen Fernsehpublikum ist. Und das von Stadt und Land ist noch etwas anderes, oder? Ich glaube, die Konstruktion stimmt nicht ganz. Also ich bin zwar auf dem Land geboren, aufgewachsen, aber nicht, ich bin kein Ländler.
in dem Sinn, oder? Und ich bin auch nicht wie das Durchschnittspublikum, das man ja weiss, wo offenbar 63 weiblich und auf dem Land wohnt, bin ich auch nicht. Ich glaube, dass du das Problem hast, dass die Leute, die anrufen, in so einer Sendung, also Briefkasten-Onkel-Funktion, gemeint haben, Sex, was Frau Frey auch gesagt hat, die sind vor allem vielleicht ländlich, außer ein paar Scherzkeks, oder, aus deiner Umgebung, die sind ländlich und die wollen wirklich etwas am Fernsehen fragen. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, es passt ihnen nicht, dass sie will mehr Römerfilm. Aber eigentlich wollen sie etwas ganz anderes sagen. Sie wollen irgendwie sich äußern, sie wollen irgendeinen Mangel äußern, oder? Ein Wunschvorstellung, das wäre das, das wär genial, wenn du das könntest ausnutzen und mit diesen Leuten ein imaginäres Fernsehen entwerfen, wo Leute aus Uri, Unterwalden, von mir aus Wallis, Vorort, oder, wirklich wollen. An sich ist doch das etwas Fantastisches, die Sensibilität. Den Leuten sind die Medien nicht gleich. Das ist, ja, genau, das ist ein inneres Anliegen, ob jetzt das bei ihnen auf Resonanz stößt oder nicht, oder ob ihnen das bequem ist oder nicht. Aber es zeigt doch eine Sensibilität. Und das finde ich eigentlich sehr positiv, dass man so aufmerksam die Medien wahrnimmt. Vielleicht für sie vertrüllt, ländlich und hinterwäldlerisch, aber es wird zumindest noch wahrgenommen. Und man setzt sich mit dem auseinander. Und mit den Anliegen, die da kommen, manchmal auch ganz falsche Signale. Oder nicht die wirklichen Signale, die durchkommen, sind ja bei ihnen verloren gegangen. Die haben sie nicht aufgenommen, sie haben sie nicht gehört. Und ich bin auch überzeugt, dass man mit dieser Kritik null anfängt. Also sie nützt nichts. Außer dass sie sich darüber lustig machen. Also das erste Mal müssten sie mit mir reden, Frau Frey. Ich meine jetzt in der Rolle von Ventilator. Nein, der Herr Baumann erfüllt dort eine Konzeption für die Sendung. Richtig. Und dort in dieser Konzeption... Das ist kein Angriff. Dort in dieser Konzeption steht nicht das, was der Herr Frey sagt. Ja, dann sage ich, das ist Konzeption falsch. Ja, nein, wir können immer davor reden, wir können auch ganz andere Sendungen machen. Das ist absolut. Es geht um die Äußerung der Zuschauer. Nein, wir reden jetzt darüber, ob so eine Sendung zulässig ist oder ob sie muss abgesetzt werden. Das ist ja nicht nur über das. Sie muss abgesetzt werden. Ich finde, man redet darüber, ob es eine Sendung ist, oder? Nein, aber das ist ja der Uranstoß gewesen. Ist so etwas zulässig? So wie es jetzt nun einmal ist. Ja. Also ich will betonen, dass ich überhaupt nicht auf der Seite bin, die sagt, das muss man abschalten. Ich bin gegen jede Zensur. Ich habe letztes Mal in einer Frage von der Wochenzeitung zu dem 10 von 10 Problem gesagt, dass alles, was die Glaubwürdigkeit vom Fernsehen untergrabt, gut sei. Und ich bin auch wirklich dieser Meinung. In dem Sinne, die Sabotagefunktion, die Sendung hat, die finde ich wunderbar, oder? Für die habe ich nichts. Ich habe etwas dagegen, weil ich glaube, dass der Frank Baumann nicht gemerkt hat, was für ein Potenzial die Sendung hat. Möglicherweise, weil das Konzept falsch ist. Das ist denkbar. Und das Zweite ist, Frank, ist, dass ich finde, dass du nicht genug scharf bist. Du bist nicht so ein scharfer Hund, dass du die Pistolenschüsse loslassen kannst, die du eigentlich gerne nicht willst, auf die Zuschauer. Oder? Also es kommt jemand und sagt etwas Komisches wie Römerfilm. Und wenn du jetzt eine Art Zyniker spielen willst, dann musst du paff, einen Pistolenschuss. Und so scharf und so böse bist du nicht. Oder? Du bist eigentlich doch dann wieder zu lieb. Alle hacken auf dem Frank Baumann um, dass sie im Moment gesehen aus dem Dienstagsclub vom 23. Januar 1996. Wie war es, so eine Bombenkritik zu vertragen? Das war okay. Ich bin ja in dem Dienstagsclub eigentlich wortlos gesessen, soweit ich mich erinnere. Einfach alle haben Hauen. Ja, ich habe mich einmal sehr aufgeregt über mich, weil ich etwas gesagt habe. Aber ich habe gesagt, ich gehe in die Sendung und sage nichts. Mich verweigern. Ich hatte natürlich einen irrsinnigen Partner mit dem Schellenberg, der mich durch alle Böden durch verteidigt hat. Und er ist nur einmal ist er wirklich verrückt worden. Bei der vorletzten Sendung, dort hat er gefunden, dass ich den Bock überspannt. Und was war der Grund? Ich wollte in der letzten Sendung einen Menschen verschiessen und dachte, ich tue in der vorletzten Sendung zur Probe mal einen Hass verschiessen. Einfach, um mal zu schauen, wie das der Ablauf ist, wenn jemand schiesst. Das ist etwas, was man täglich am Fernsehen sieht. Und dann fand ich, tue jetzt mal einfach einen Hass verschiessen. Und dann hat es riesige Tumult gegeben. Und in der Redaktion einfach gemeint, oh nein, Hass kannst du unmöglich verschiessen. Und der Tierschutz, und da bist du ein völlig natürlicher Vorgang. Es werden ja tagtäglich Hasen gemetzelt, oder? Und ich als Offizier wäre noch zielgenau gewesen. Und dann haben wir gesagt, ich soll auf einen ausgestopften Hass schiessen.
Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ist der Schellenberg wirklich durchgedreht und hat noch in der gleichen Nacht angefangen und gesagt, es sei eine absolute Sauerei, was ich mir da rausgenommen habe, dass ich da auf den ausgestopften Hase geschossen habe und was ich mir da überhaupt einbilde, jetzt nur, weil ich da so Erfolg habe mit dieser Sendung, das sei unerhört. Und ich habe gesagt, ja, aber es war ja ein Ausgestopfter, um Gottes Willen. Er hat gesagt, eben, das ist der Verrat an einer Idee. Die Leute, die die Sendung schauen, die haben das Anrecht darauf, dass du einen echten Hass verschiessest. Weil nur dann kannst du die Fragen, die du stellst, ausformulieren. Nur dann kannst du bis ans äußerste Limit gehen und eben fragen, wollen wir denn das? Wollen wir in der letzten Sendung einen Menschen verschiessen oder nicht? Und das hat mir irrsinnig Eindruck gemacht und hat mich auch auf meinem weiteren Weg und bei weiteren Arbeiten immer wieder begleitet. Der Gedanke von ihm, du, wenn du ein Konzept hast, dann verfolge es bitte und du nicht die Leute, die hinter dir stehen, verraten. Ich bin nie die Leute, die anrufen, das hat Herr Batalli gesagt, ich habe die Leute nicht ernst genommen, die angerufen haben. Das stimmt. Aber ich habe die Leute ernst genommen, die geschaut haben. Und die Aufgabe von uns Fernsehmacher ist, das Publikum ernst zu nehmen, mit das, was schaut. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen auf den Dienstagsclub, wo auch ein Kollege, der Patrick Freide, hier kritisiert hat. Das, denke ich, ist schon eher ein bisschen schmerzhaft, oder? Er hat ja nicht die ganzen Karten gesehen, die wir in der Hand hatten. Wir haben ja eine Konzeption und haben genau gewusst, wie wir das mindestens bis zu einem gewissen Zeitpunkt fortführen. Das war uns völlig klar gewesen. Und es ist nie um Zynismus gegangen. Überhaupt geht es in meinen Arbeiten nie um Zynismus. Ich bin auch kein zynischer Mensch. Ich bin ein Satiriker und liebe die Ironie und liebe den Streich mit dem Florett, den Schlag mit dem Säbel. Der fasziniert mich weniger. Die Rolle vom Lästerfrank, das hast du uns schon letzten Freitag erzählt, war auch anstrengend für dich bis ins Privatleben, wo du Betreuungen erlebt hast, wo du Beschimpfungen erlebt hast. Wie ist das eigentlich? Du bist ja eigentlich gewohnt gewesen, von deinem Beruf als Werber Imagewechsel durchzuführen. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, dass du bis heute ein bisschen der Lästerfrank bist geblieben, wenn man dich sieht. Also dass du wie die als Zauberlehrling quasi die Geister, die du gerufen hast, nicht ganz alle losgeworden bist. Ja, das Zweite stimmt, das Erste nicht. Also, dass ich der Lästerfrank geblieben bin, als Individuum, stimmt natürlich überhaupt nicht. Das war eine Rolle. Mhm. Und jetzt, wenn man sich da vorstellt, wenn der Horst Tappert als Derrick auf der Straße angesprochen wird, oh, Herr Robinspecht, ich habe so ein kleines Problem, können Sie mir nicht helfen, die Handtasche ist gestohlen worden, dann ist das für ihn als Schauspieler super. Wenn sie mich erkannt haben, war es auch super für den Schauspieler, aber nicht für das Individuum. Wenn einem im Hotel Bahnhof Hafen in Kreuzlingen einen Ohrfeig gibt, dann ist es ein bisschen Contre-Pied. Und das ist so das Fatale, und das habe ich tatsächlich auch als Kommunikationstreibender völlig unterschätzt, dass das Bild, das man generiert in der Öffentlichkeit, verbindlich ist. Man macht einmal ein Bild und das bleibt. Auch heute, x Jahre nachher, werde ich reduziert auf den Hebel. Und wenn ich eine Krawatte habe, die schräg schlecht ist, noch mehr. Ist das verrückt? Also, wenn Deal hat dein Leben verändert? Mindestens beeinflusst, ja. Fantastisch, dass ich selbst als Werber das unterschätzt habe. Die Kraft des Bildes ist unglaublich gut. Wenn Deal hat die ersten Ausgaben mit hohem Wellengang, aber eben auch mit sehr viel Erfolg überstanden. Die Sendung hat sich weiterentwickelt, wie wir in den nächsten paar Beispielen beobachten können. Die verschiedenen Sendeorte stechen besonders ins Auge. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, muss ich Ihnen sagen, so geht es natürlich nicht. Was man mit mir hier macht, ist unter aller Kanone. Wir befinden uns hier im Gäste-WC vom Schweizer Fernsehen. Und das befinden wir uns aus einem einzigen Grund. Und der Grund ist der: Olympische Spiel Nagano. Hey, Handwäsche. Ich kann nur noch eines sagen. Schauen Sie, Sie schreiben hier: Deshalb erwarte ich von den Programmverantwortlichen, dass sie es endlich tun und für entschärfte Themen und einen anständigen Ton sorgen. Entschärfte. Entschärft. Es heisst entschärfte. Frau Zweifel, entschärfte. Tun Sie doch im Zweifelsfall lieber ein R mehr brauchen, wie im Wort Drmis, wo Sie herkommen, als ein R zu wenig. Hä? So, Frau Hebise. Entschuldigung, dass ich Sie warten lasse. Das macht gar nichts. Grüezi wohl. Hören Sie mich jetzt schon? Wie bitte?
Also, ich höre mich schon. Das finde ich super. Ich habe sehr Freude, dass ich Sie mal am Telefon habe. Ich auch. Sie haben sehr sympathische Stimme. Oh, danke gleichfalls. Und mein Mann, mein Schwiegervater, der schaut das immer. Die sind total Fan von dieser Sendung. Und ich habe sie immer ein bisschen hören und gesagt, oh, glaubt doch das nicht, da kann man sowieso nicht anrufen, das stimmt doch überhaupt nicht. Und trotzdem bin ich aber so eine Globi gesehen und habe immer wieder probiert, weil ich irgendwie gleich einfach mal wollte mit ihnen telefonieren. Sehen Sie, was lange währt, wird endlich gut. Es reißt langsam ein. Das ist einfach wirklich zum Scheissen. Wegen der Olympiade, wegen dem Nagano-Mist, der eh keine Sau interessiert, oder? Außer uns jetzt, die im Sport interessiert sind. Der Kameramann, der Fisch, bist eben auch ein sehr sportinteressierter Mensch. Eben. Und wir hocken jetzt wegen dem. Gut. So, Herr Wiesli. Hallo, ist Wiesli. Erkennen Sie Ihre Unterschrift wieder, Herr Wiesli? Nein. So Zeug schicken Sie in der Weltgeschichte umeinander. Sagen Sie mal, wissen das eigentlich Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder, Ihre Urenkel? Wissen Sie das? Wissen Sie das in Ihrem Alter, Herr Wiesli? Noch für Mist verschicken in der Weltgeschichte umeinander? Im Schellenberg. Oh. Spitz abgebrochen. Im Schellenbergtag und Briefe umeinander schicken. Hä? Der ist sowieso in der Ferien. Auf irgendeiner karibischen Insel. Oh, wir könnten vielleicht jetzt den Martin Gasser hierher rufen. Martin Gasser. Klatscht doch nicht so laut klatschen. Ich mache mir den Hund verrückt. Ich kenne das nicht. Herr Gasser, guten Abend. Guten Abend, Herr Weimann. Sie haben auch ganz eine tolle Fähigkeit, aber das ist nicht in dem Sinne eine mentale Fähigkeit, die Sie haben. Nein, es ist mehr wie soll ich sagen, körperlich-organische Fähigkeit. Jawohl. Sie sind von Beruf? Also, ich bin Kunstfurzer. Mhm. Das sind Sie wahrscheinlich noch nicht so lange vom Beruf her? Vom Beruf her nicht früher, also mehr hobbymäßig betrieben, aber jetzt seit etwa 6 Monaten mache ich es professionell. Und also, an Geburtstagsfest und so? Geburtstagsfest, Hochsiege und so ist irgendwelche Generalversammlungen, wie ich manchmal eingeladen. Ja. Einfach so. Sagen Sie. Unterhaltung. Einfach nur ein so normaler kleiner Furz, das kann fast jeder. Ja. Aber Sie tun die Blähungen quasi kontrollieren. Wie machen Sie das? Also, einerseits mal schaue ich sehr auf die Ernährung. Also es gibt verschiedene, sagen wir zum Beispiel, wenn ich Kohl esse und noch ein bisschen Knoblauch dazu, dann gibt es besonders einen höheren Ton. Mhm. Und wenn ich jetzt, sagen wir eher, also ich komme vom Militär, die heissen John Wayne über. Das ja, sind John die, kennen ja. Alle. Das sind die weißen Böllchen für die, die es nicht kennen. Ja, genau. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel die noch auch einnehme von einer Veranstaltung, dann kann ich besonders lang anhaltende Töne produzieren mit einem schönen Vibrato. Gut, da sind wir sehr gespannt, wie das gehen wird. Also wir haben das noch nie hier im Studio gehabt. Ich möchte Sie bitten, rüberzugehen. Sie haben ein Streichquartett mitgebracht, das Quartett Sforzato. Und ja, was hören wir von Ihnen? Warten Sie, ich habe das Mikrofon bei mir. Ich kann vielleicht Sie noch schnell. Was hören wir? Also wir haben extra ausgewählt für heute Abend die kleine Nachtmusik. Wunderbar. Dann würde ich Ihnen sagen, fangen wir los. Ich kann jemanden aus dem Studio noch vorzählen. Rasch. 1, 2, 3, 4.
so blöd. I think it's time for another talent, and this talent is called Max Rauber. Give him a warm applause. Woo! This is fantastic, Max Lee. Max Lee Rauber, please come down, Mr. Rauber. And now, oh, I have to show you something. Please, Mr. Rauber. Ladies and gentlemen, Mr. Rauber is the einzige, the one and only man who is able to sniff Senf, mustard, very strong mustard. Mr. Rauber, was machen Sie den ganzen Tag? What are you doing the whole day? I'm working als Bankler. He is working as a banker, as a private banker. Mit der SK. Bei SK, former SK. Yes, and it is your hobby. To schnupf Senf. Es ist sein Hobby, to sniff Senf, also which means mustard, strong mustard. I think he started with very, very soft mustard. Yes, mit the blue Tommy and after the red Tommy and all the colors of Tommy. So he tested the whole colors and always stronger and stronger and stronger. Now, imagine at home, stellen Sie sich zu Hause vor. No, we have to say it in English because of the kids. Imagine, there's no heaven. Imagine all the people. Genau, warum singt jetzt hier? Okay. And imagine all the kids. No, don't do it at home. You little stupid kids, don't do it. Don't sniff the scent. Don't do it. Sorry. Mr. Rauber, please go over there to your place and try to sniff. And I wish you good luck. Yeah. And I would like to say to all the people at home, it is dangerous. It is very, very dangerous. While the mustard is strong and it goes right up into your brain, so it's dangerous. Mr. Rauber, are you ready? Yes, I'm parat. Okay, so please, Mr. Rauber, we are looking. He took up the glasses, the brill, and now. Oh, yes, now, Mr. Rauber. Yeah, no problem. The show goes on. Wir machen weiter. Wir machen weiter, wir make further. Stell sich vor, der junge Hund, ein Einzelkind, ein Einzelhund. Und diese Flasche, es ist eine ganz normale Rezünserflasche. Es ist ein Scheidungshund. Das ist der Hund vom Klibi. Und wir werden jetzt zum Schluss lachen. Zum Schluss von dieser Sendung probieren. So blöd kann niemand sein. Schau mal da, du, hey, das ist Eli, du. Dann geht's weiter da noch. Kannst du vielleicht ein bisschen zeigen? Can you show me, please? Nein, just a little. Because of the kids. Meraviglia, wonderful. And this? Genau so etwas fand ich auch von mir. Bitte schön. Ja, super, sensationell. Es ist all blind. Bevor wir auf die Geschichte mit dieser Lippe kommen, haben wir hier noch diese Geschichte. Ich meine, da hat man sich natürlich gefragt, der muss in den Knast, oder? Der Herr Rindlisbacher. Sie kennen ihn ja vom Fernsehen her. Macht jetzt Halbgefangenschaft bei uns, tut ein bisschen die Tüten kleben. Das kann man machen, ist für einen guten Zweck. Nein, es ist ein bisschen falsch geschrieben, sein Blick. Er ist wegen seiner Sendung in den Knast gekommen. Er hat gesagt, die Sendung ist so grauenhaft. Dort tun wir lieber weg. Das nervt uns sonst. Also, jetzt haben wir noch das Thema mit der Frau Amgarten. Oh, jetzt habe ich es schon gesagt. Es ist wirklich wahr, Frau Amgarten. Also, Sie kennen ja die Sendung Risiko. Und Gabriele Amgarten hat sich jetzt tatsächlich heute Morgen, einen Ring durch die Lippen machen lassen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Mit einer Nadel da rein und dann durch die Lippen durch. Was halten Sie da davon, Herr? Kann sie nicht lesen, wie Sie heißen? Jawohl. Melden Sie sich freiwillig. Hallo? Ja. Hallo? Ah, ich bin dran, ja. Ja. Was ich dazu finde? Ja. Ja, ist doch geil, oder?
Also das ist doch schön. Ich meine, ja, aber ich meine, man muss es richtig sehen. Es ist ja voller Regen. Aber es ist eine Person vom öffentlichen Leben, die macht eine Fernsehsendung. Millionen von Grossmüttern, Frührentner, Spatrentner, die lesen ihr von den Lippen ab. Und immer wenn sie redet, kommt der Ring in die Mitte. Ja, darum ist die neue Telefonnummer, dass auch Rentner die sich merken, oder? Das stimmt. Eben, ja, genau. Gut, also ich glaube... nicht aus, Freaky Boy, nein! Ich glaube, es ist jetzt der Moment da, wo man das thematisiert. Ich finde es super, dass du gekommen bist. Das hat vielleicht ein bisschen Mut gebraucht jetzt, es ist noch ganz neu. Ich bin ein bisschen konsterniert und meine Mutter ist sicher auch, warum machst du so etwas? Also ich habe es heute Morgen gemacht und ich konnte nicht so gut reden. Aber ich war letztes Mal so bei einem Stylist und der hat gesagt, los, liebe Gabriele, all deine Berufskollegen und Kolleginnen haben irgendwelche Markenzeichen, angefangen vom Zeigefinger über Flüge, über blonde Locken und so weiter. Und so. Du bist zwar schon recht, aber du hast nichts. Ich dachte, okay, ich suche mir ein Markenzeichen. Und dann hat der auch gesagt, los, es sollte irgendwie ein bisschen im Trend sein. Ja. Und ich fand, ja klar, also, anstatt dass wir irgendwelche Löckchen oder Meshes drin machen oder so, machen wir etwas, was wirklich Trend ist, und machen wir den Ring. Findest du das schön? Ich grusel es, ehrlich gesagt, ein bisschen. Wie ist das so beim Küssen zum Beispiel? Für meine Kinder aber haben Sie Lampen? Haben Sie Lampen mit Ihrem Mann? Oder was ist mit Ihnen los? Ich meine, ich sicher nicht. Ja, aber Sie sind extrem... Friedlichste Familienleben. Also, aber so eine blöde Sendung Sie... kann niemand machen, weder du. Ich habe sie jetzt schon x-mal Wie heissen Sie mit Vornamen? Aber so blöd sie kann niemand sein. So blöd. Ja, jetzt haben wir es ja gehört. So jetzt blöd. Sie sagen, warum? Sie oder? Aber können Sie nicht sagen, warum? Sie haben warum? Sie haben ja. ein paar Mal so blöd Idiotisch gesagt. Idiotisch blöd. Was ist mit jetzt eben ein absoluter Höhepunkt, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Das ist der Orello. Bitte. Der Herr Orello kann etwas, was niemand kann. Er kann. So, der Herr Orello kann mit den Ohren wackeln. Er macht so. Tanzen. Wackeln ist irgendwie die Vorstufe. Und wenn man das perfektioniert, dann kann man mit der Zeit tanzen. Gut. Er kann mit den Ohren tanzen. Entschuldigung, er ist schon auftreten. Wo sind Sie schon auftreten? Ja, Hochzeiten, Betriebsfest von Sprossgartenbau, dann im Schinzenhof Horgen, im kleinen Saal. Ja. Und so tue ich so ein bisschen rumtingeln. Das ist ja eine Fähigkeit, die eigentlich viele Leute haben, dass sie mit den Ohren hin und her schlenken. Da können Sie es mal vormachen. Einfach nur mal so das Natur schlenkern mit den Ohren, wie das geht. Ich wette das lieber, denn ich habe ein festes Programm. Oder ich, ja. Wenn ich auftritt, dann. Nein, dann kann ich weiter schauen, dann sagen Sie uns, was Sie uns zeigen werden jetzt. Ja, also ich mache einen Ausschnitt aus dem Schwanensee. Und zwar die Stelle im vierten Akt, wo der Prinz Sigrist, der ist aus in die Ohnmacht gefallen, weil er die falsch geheiratet hat, Siegfried. Und dann ist er wieder zu sich gekommen, rennt an den Waldsee, sucht dort. Sieht sie, sie ist aber noch ein Schwan. Tun sie gewackelt, tun sie nicht verzeihen. Nein, damit, man versteht es besser, es ist bald fertig. Und sie treffen sich, er erzählt ihr, dass der Rotbart sie beschissen hat. Sie verzeiht ihm. Das ist alles in dem einen Akt. Ja, er liebt sie und sie ist trotzdem traurig, weil sie sagt ihm, und das ist jetzt eben das Wahnsinnige, sie sagt ihm, ich muss sterben und du bist schuld. Und diese Stelle möchte ich euch jetzt vortanzen. Okay. Sie haben Musik mitgebracht. Ich habe die Eigenmusik dabei, ja. Sphäre. Zwölf haben Sie noch Zeit gehabt. Da hat sie so viele Knöpfe drauf. Wollen Sie schon mal ein bisschen gewackeln? Nein. Er hat auch nicht gelacht, als ihr gespielt habt. Achtung. Ruhe. Das ist der Sigrist. Siegfried, das ist Dodet. Jetzt kommt der Siegfried. Er sucht sie. Und jetzt sieht er sie, jetzt kommt Odette. Aber sie ist eben noch ein Schwan. Und jetzt sieht er sie. Und sie sieht ihn auch. Sehr gut. Und jetzt erzählt er ihr die Sache mit dem Beschiss, also von dem Rotbart. Es fällt nur schwer. Und jetzt kommt sie. Sie verzeiht ihm. Kann man das nicht? Darf ich Ihnen etwas sagen? Man sieht nichts. Wie bitte? Sieht nichts. Ja, sie von dort hin. Also, in diesem Ding hat man sicher gesehen. Nein, man hat einfach nichts gesehen.
Ja, man muss also schon ein bisschen, also schon ein bisschen schauen. Ich weiß nicht, ob Sie etwas sehen. Wir haben nichts gesehen. Ich meine, es muss sich bewegen. Ja, natürlich. Das hat ja getanzt. Also, ist interessant. Ja, also wenn wir vielleicht... Wie hat der Herr Spross reagiert zum Beispiel? Das ist ja noch sensibel mit also, seinen Salatplatten. Die haben sehr Freude gehabt. Das ist, ich hatte einen Begeisterungssturm. Und ich sind Sie auch mit dieser sagen, Nummer jetzt gekommen? Nein, dort habe ich etwas Modernes gemacht. Also ich habe Spice Girls habe ich drauf, dann habe ich den Originaltanz von DJ Bobo. Und im neuen Programm habe ich aus dem Benissimo, die Benissimo Dancers, das Friends, habe ich auch. Friends. Friends. Ja. Abend. Was werden wir sehen? Irgendetwas mit dem wunderschönen Bart? Richtig. Ich tue ein Spaghetti essen. Ah. Ernesto Art. Mit dem Bart? Mit dem Bart. Und zwar habe ich den Knicke zu lang gelesen und dann kommt mir ein Knacks über und dann isst man es eben nach Art Ernesto. Gut, wir schauen gerne zu. Brauchen Sie Ton oder ja. Machen Sie... Ton oder Anton. Ton, Anton oder Alpesto. Heißen Sie wirklich Ernesto Delgado oder Alpesto Delgado? Man kann beides sagen. Man kann beides Ernesto sagen. Delgado, Alpesto Delgado. Gut. Er wird jetzt, also der Ernesto Alpesto Delgado wird jetzt einen Teller Spaghetti essen, so wie man ihn normalerweise zu Hause isst. In der Regel heisst es... Garniert haben wir mit Grün und Blau und Basilikum. Gut. Da kann ich immer schön den Zustand anpassen. Einmal ist sie mit dem grünen Basilikum und einmal ist sie mit dem blauen Basilikum. Gut, wunderbar. Ich glaube, die Kinder sollten jetzt wegschauen in dieser Phase. Und die, die am Essen sind daheim, können Sie können die Sicherheitsgurten anlegen, dass es nicht hinten abkommt. Können Sie ein bisschen Gas geben. So. Gut, wunderbar. Also er isst die Spaghetti einfach so. Sehr gut. Tönt Sie sie auch noch abschlucken oder machen Sie es nicht? Mal, ich schlucke sie ab. Zuerst müssen wir sie anfangen essen. Ja, bin ja gespannt. Also Kinder wegschauen. Hoppla, eieiei. Passen Sie bitte auf, dass Sie das Mikrofonkabel abnehmen. Ja. Frau Weber, wenn wir sie nicht beatmen, Sie müssen es einfach sagen. Ja? Hoppla. Ernesto, Spaghetti, Ernesto. Es ist interessant, ja. Machen Sie das auch im Restaurant? Kriegt mich amüsen. Dann kann ich den Bordeaux allein trinken von den anderen Leuten und viele alleine essen. Ja. Essen Sie viele auch so? Nein, viele essen nicht so. Kann man sich auch verschlucken auf die Art? Kann man auch, ja, und eben niessen. Gut. Das ist interessant. Ja, wie lange haben Sie für einen Teller Spaghetti? Wenn Sie einen ganzen Teller so essen? Etwa 3/4 Stunde. Ja, aber beißen tun Sie nicht. Sie tun ihn nur im Prinzip zermalmen mit der, also mit der Dingmuskulatur. Ja. Wunderbar. Dauernd Briefe, dauernd Briefe. Und jetzt, wo ich ihn versuche, hei anzuleuten, Willi Peter ist nicht einmal daheim. Oder er nimmt es nicht ab. Er ist ein Feigling. Willi hat nämlich in der Andelfinger-Zeitung ein Gedicht platziert, weil er das bei uns nicht geschafft hat in der Sendung. Und das Gedicht geht so. Ich streite nicht mit dem Ventil. Es passt mit seinem miesen Stil. Halt nicht ganz in mein Lebensziel und hat ein niedriges Profil. Jetzt darf ich Ihnen einen ganz tollen jungen Mann vorführen. Vielleicht einen kleinen Applaus für unseren letzten grossen Stargast. Guten Abend. Guten Abend. Wie ist Ihr Name? Benny Fontana. Benny Fontana. Merken Sie sich den Namen, weil der Benny Fontana kann etwas, was nur ganz, ganz wenige Menschen auf diesem wunderbaren Planet können. Ich kann zweitweiteste Brünzeln, wenn man auf Zürichdeutsch sagt, von Europa. Er ist Vizemeister im Weitbrünzeln. Sie sind, glaube ich, auch Schweizer Meister. Ja. Wie kommen Sie auf die absurde Idee? Ich meine, ich versuche meinem Sohn immer beizubringen, in die Schüssel hineinzubrünzeln. Meine Frau versucht, ihn beizubringen, abzusitzen beim Brünzeln. Und das ist dann immer so, haben wir noch ein Problem miteinander. Aber also er versucht jetzt mit Ziel und Sie machen auf Distanz. Wie kommen Sie auf die absurde Idee? Ich arbeite auf dem Kranen und durch das kann ich den ganzen Tag nicht schiffen. Und ja, durch den Druck, den ich habe, habe ich viel mehr Möglichkeiten als einer, der alle Stunde oder alle halbe Stunde aufs WC geht. Jetzt eine Frage, das interessiert mich selber. Wie trainiert man das? Ich meine, auf Distanz müssen Sie eine gewisse Raumtiefe haben, gegen Hindernisse, nehme ich an. Wie trainiert man das? Ich mache Tai Chi. Ich trinke eigentlich nur Tee ungesüßten Wasser. Also sehr wenig Alkohol, sehr wenig Sachen, die eigentlich durch ihn fördern. Mhm.
Und ja, versuche einfach entspannt zu sein, locker zu sein und das Mental auch zu bewältigen. Gut. Jetzt, wie weit werden Sie jetzt da versuchen, das Wasser zu lösen? Also, mein Rekord ist 7,49 m. Da probiere ich jetzt aber etwas mit Weite und Ziel. Also, ich probiere die Tolle dort ziemlich genau zu tüpfen. Kann man die Tolle vielleicht mal ganz schnell einfangen, dass man sieht, wo die Tolle ist, bis woher das gehen soll? Gut. Frau Weber, vielleicht können Sie mal rasch schauen, wo es ist. Etwa. Also Sie sehen, das ist relativ weit. Können Sie vielleicht mal die Schritte ausmessen, wie weit das ist, wenn Sie zurückkommen? Wie viele Schritte? Gut. Jetzt müssen Sie dann auf die Seite, weil jetzt wird er sich parat machen. Vielleicht können alle mit der Kamera auch ein bisschen hindern, dass man es nicht so einsichtig ist. Jesus Gott, warten Sie noch! Der Herr Fontana ist, wie gesagt, für die, die sich erst jetzt zugeschaltet haben, Zweiter wurde an der Europameisterschaft im Distanzbisle. Das ist eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Es ist noch weitergegangen. Willkommen beim Ventil. Das ist die vorletzte Sendung in diesem Jahr 1000. Wir haben für euch wieder einige ganz interessante Sachen da parat. Unter anderem der Herr Kiburz. Herr Kiburz, Sie haben eine Reklamation anzubringen. Habe ich das richtig gelesen? Ja, schon irgendwie, oder? Ja. Nein. Also ich find's irgendwie absolut scheiße, dass die Leute einfach alles probieren, um die Sendung zu kommen, oder? Ja. Weil ihm da für zwei Sendungen da der Fabio angeläutet hat, wie es heisst, Klarlicht, ein Scheissdreck, oder? Ja, ja, Klarlicht ist klar. Das letzte Mal da noch die Daniela Hallo. Also ich finde nicht, was soll das? Das verstehe ich auch nicht. Die regen mich auch immer auf. Wobei für uns ist jetzt ein Klarlicht klar. Ist das für euch klar? Das ist ein klarer Fall. Ja, weißt du, ich finde einfach über solche Scheissdreck, oder? Ja. Weil für dich bei Klarlicht bin, dort wird da wieder akzeptiert, ja, oder? Ja, weil die Klarlichter, die tun da also. Ja, ich verstehe es genau, was du meinst. Ich verstehe es genau. Tschüss, leck mir. Halt gut. Wir haben da die Siege vom letzten grossen Contest. Unsere Ventil Showband. La Bamba. Para banai la Bamba que necesita una poca de gracia. Gut, das machen wir später. Es ist ja nicht eigentlich eine Schlagersendung. Herr Riesenschmid, Sie ja, haben die Lösung von dem Rätsel. Die Lösung vom Rätsel, hätte ich gerne, ja. Ja. Ich würde sagen Kugelschreiber. Kugel Schrei. Bär. Kugel Schrei Bär. Ist das gut? Oder Bär? Am Schluss Bär vielleicht, nicht Bär, aber Bär. Kugelschrei Bär. Ja, Bär. Da kann man nicht dagegen sein. Wie schreiben Sie sich apropos Kugelschrei Bär? Ja, ich schreibe mir einfach Eisenschmied. Eisenschmied, Vorname? Werner. Wernher. Das ist. Da müssen jetzt vielleicht die Kinder ein bisschen weg vom Schirm. Das ist der Sammy Klaus. Der Sammy Klaus, das haben die vielleicht schon gemerkt, hat gar nicht immer so einen langen Bart. Nein, das ist also die modische Form des Sammy Klaus mit dem kurz geschnittenen Bart und mit dem farbenfrohen Ton in Ton. Dress aus dem Manor. Die Leute vom Schweizer Fernsehen werden ja eingekleidet von Spezialistinnen und Spezialisten. Die machen ganze Konzepte, wie kann man einen Moderator anständig anlegen. Und den Klaus hat man jetzt da also mit dem Manor-Outfit angelegt. Ja, es ist eine Berufsuniform. Die Broschüre können Sie bei uns bestellen. Nils, du willst etwas sagen? Nils, wenn du so etwas sagen willst, sagst du lieber nichts. Gehen wir mal dem Sammy Klaus auf die Spur, hören wir mal, was er sagt. Er kündigt da unseren gemeinsamen Freund Stefan Tabatschnik an. Jetzt müssen wir ja meinen, in der Zeit des Farbfernsehens, in der Zeit, wo man ganze Wägeli auf dem Mars aufschickt mit Raketen, für wie viele Millionen, Frau Weber? 270, 680, Hunderte von Millionen Franken und nicht mehr findet. Einfach weg. Müsste es ja möglich sein, dass man eine Tonverbindung herstellen kann. Man hat ja auch, das wissen viele Leute nicht,
Mir ist es aber gerade aufgefallen, man hat dann gesagt, wenn man schon so ein Wägel auf den Mars schickt, dann schauen wir auch, dass es einen Ton bringt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltraumfahrt hat man gesagt, man schickt ein Mikrofon mit, ist das nicht grossartig? Man zahlt Millionen und Abermillionen dafür, dass die bei der NASA so Sachen herausfinden. Und jetzt kommen die 1999 auf die Idee, ein Mikrofon. Wenn das wäre jedem von uns, wäre das schon viel früher in den Sinn gehabt. Nein, dann kommt es jetzt in den Sinn. Und jetzt, wie die Rakete oder das Wägel ist ja verschwunden, aber jetzt haben wir hier eine interessante Übertragung vom Herrn Tabatschnik. Ja, was für ein Zeugnis erhalten die Banken unter dem Strich vom Völkerkomitee? Sie haben kooperiert mit... Haben Sie das gesehen? Können Sie bitte noch mal ganz genau hören, was er sagt, wenn er nichts sagt. Er hat also das Maul parat zum Reden, redet aber schon vorher. Sie haben kooperiert mit der Völkerkommission, das ist einmal ein gutes Zeugnis. Es ist ein bisschen, wie wenn man, es ist ein bisschen fast so in der Art, wie wenn man einen Pornofilm aus Bangkok anschaut, der in Deutschland gedreht worden ist, mit spanischen Untertiteln und dann einfach direkt über das Zeug hineingeredet, Lippen unsynchron selber dem. Und Sie sehen da, der Herr Tabatschnik, der hat auch noch ein Problem, er ist ja schwerhörig, das weiss man, und er nimmt sein Hörgerät jetzt gerade raus. Sehen Sie da? Tack! Sehen Sie? Also, das ist vom Schiessen. Das hat er vom Schiessen, weil er hat immer ohne Gehörschutz geschossen. Und jetzt hat er da die leider schwere Verletzung. Lippen unsynchron, muss man sagen, asynchron. Herr Pfunder! Sie möchten... Pfunder. Hi, Frank. Pfunder. Ja. Du, warum bringen wir da beim Fernsehen nicht mehr Eishockey? Das wäre viel besser als das ewigste langweilige Fußball, oder? Jetzt haben wir doch gerade vorher ein Eishockey-Dress vom Eishockey-Schiedsrichter. Ja, das sind eh die Dümmsten, das wissen wir, aber... Nein, eben. Ja, so also gut, die gehören auch zum Eishockey, oder? Ja, es sind Arme, ich weiss. Dass keine Brüder nicht bekommen und so, aber... Es wäre doch wirklich besser, wenn ich einen Freiburger oder so könnte bringen. Sind Sie ein Freiburger? Nein, Luzerner. Luzerner? Ja. Aber Sie geben sich als Aargauer aus, wenn Sie, dass man Sie nicht kennt? Ja, nein, eben. Ja oder also, nein? Ja oder nein? Nein, jetzt konkret, jetzt Stellung beziehen. Ja oder nein? Was? Nein, eben. Schade. Wir haben hier einen interessanten Gast, das ist der Sangeskünstler Räber. Räber, ein Mensch, wie so viele Menschen, wo nie aufgefordert worden ist, er soll singen. Ich möchte mich nicht erinnern, dass irgendjemand da bei uns im Studio, geschweige denn Ventil, Showband! Geschweige denn Ventil, Showband, jemals gesagt hätte, Herr Räber, singen Sie uns mal ein Lied. Niemand. Nicht einmal meine Mutter, die sonst sinnige Ideen könnte haben, hat gesagt, Herr Räber, warum singen Sie nicht? Niemand hat das gesagt. Und doch singt er. Das ist ja schon genug schlimm für uns. Aber er singt nicht einmal lippensynchron. Er ist praktisch der legitime Nachfolger von Tabatschnik. Schauen Sie sich genau an, was er da trällert. Doch es geht ein, wo ich bin. Also, ich meine, das ist jetzt der dicke Hund der Woche, dass er nicht singen kann. Dass er nicht singen kann, das ist das eine. Aber dass er nicht lippensynchron nicht singen kann, das ist das andere. Und das ist einfach für uns zu viel. Können Sie? Das kommt von vielen Schifffahren. Schaukel und diese grünen, unreifen Bananen, die er immer sagt. In den Shop, ist klar. Nein, Herr Eber, das sollten Sie nicht machen. Gehen Sie jetzt bitte wieder zurück auf Ihre Insel und hören Sie auf mit diesen Dia-Ebung bei uns und hören Sie vor allem auf Singen. Und vor allem hören Sie auf, Lippen asynchron singen. Frau Weber, voran kämpfen wir. Jetzt spielen Sie etwas anderes, das habe ich noch nie gehört. Aha. Das ist der Sami Klaus. Sami Klaus. Hallo. Sali. Hoi. Der richtige Sami Klaus erkennt man am richtigen Bart. Es hat Fälschungen, ich habe es schon gesagt. Und die erkennt man dann, dass sie einen künstlichen Bart hat. Den kann man abziehen. Und er ist überhaupt nicht stabil. Das ist ein gewachsener Bart. Und ein gewachsener Bart unterscheidet sich von einer Fälschung aus Malaysia. Warum lachst du? Nur weil du keinen Bart hast. Der unterscheidet sich von einer Fälschung aus Malaysia. Hör doch du, lachen! Das ist mir zu ernst. Das ist der Sami Klaus. Nachher fange ich wieder den Fisch ein. Kameramann darf nicht reden, aber lachen dürfen. Typisch. So, eben, die unterscheidet sich von der Fälschung aus Malaysia dadurch, dass man einen Sami Klaus an so einem Bart kann aufhängen. Das werden wir jetzt also probieren. Vielleicht kann man da mal den Karabiner einhängen. Herr Paul, das wäre auch etwas für Sie. Einen Knopf hier machen. So. Gut, und dann würde ich sagen, Lift ab. Nein, das können Sie nicht machen. Das macht ja weh. Nein, das sehen wir jetzt eben, ob es ein echter ist oder ein falscher Klaus. Was gibt das im Körper für Resultat? Nein, bitte nicht! Ah! Jesus Gott! Das sind die Klappen. Wunderbar! Ja, das ist ganz gut.
Sehen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so kann man erkennen, ob der Sammy Klaus echt ist oder nicht. Sammy Klaus hat man aufgehängt, der Butler Paul ist aufgetaucht, der Hund Postic ist zu einem festen Bestandteil geworden. Fendio hat sich entwickelt und von der Telefonshow eigentlich ist es so ein richtiges Biotop an schrägen Figuren geworden, die hier jeweils auftreten sind. Also das mit dem Telefon hat irgendwie noch gar nicht mehr richtig funktioniert, oder? Ja, wir haben ja eigentlich nur Leute auf den Sender genommen, die etwas zu kritisieren kann. Wir haben also alle, die gelobt haben, rausgenommen. Alle, die betrunken waren, rausgenommen. Und alle, die besonders witzig haben, wollen sie rausgenommen. Und das war ein Team von mehreren Personen, das einfach nur gefiltert hat. Also, dass nur noch die Aggressiven quasi auf den Sender gekommen sind. Und irgendwann hat sich das wie ein bisschen zu Tod gelaufen. Also, man hat ja dann das Prinzip erkannt. Und es waren nur die ganz Renitenten, die angerufen haben. Und so haben wir eine neue Form gesucht und haben die gefunden, indem wir die ganze Showwelt persifliert haben. Einfach all das, was in diesen Shows so geboten wird, hat absurd geführt. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen wie jedes Mal frisch erfunden worden, das Sendeformat. Ja, klar. Immer am Abend selber. Ja. Ah ja. Meine, wir sind ja alle berufstätig, wir haben gar keine Zeit gehabt. Wir haben einfach, irgendwann ist eine Idee umgegeistert, man könnte den Weltmeister im Weitbissl nehmen. Und dann haben wir gedacht, oh, da müssen wir dann schauen, ob wir vielleicht noch eine Wasserpumpe haben. Und dann ist das verschwunden. Und am Abend selber, hey du, da haben wir die Pumpe. Ah ja, müssen wir eine Pumpe haben. Wie ist das, was ist für dich in bester Erinnerung geblieben? So der Höhepunkt aus dieser Zeit, wo einfach mal sagen, das ist der Hammer gewesen. Das ist vielleicht etwas, was du immer wieder erzählst. Ja, also es hat zwei merkwürdige Sachen gegeben. Das eine ist natürlich die Sendung Uriella Letizia, die Gegenüberstellung vom göttlichen, unbefleckten von der Uriella und vom eben nicht göttlichen, aber befleckten, nämlich der Letizia. Und das andere war die letzte Sendung, die hat mir sehr gut gefallen. Die letzte Sendung war die Verweigerung, wo ich gar nicht mehr auftreten bin, weil einfach während 35 Minuten ein leeres Studio gesehen war und wo extrem viele Leute geschaut haben. Die letzte Sendung, ich weiß nicht. Ist nicht der Postic noch dort gewesen? Nein. Auch nicht? Nein, es hat 35% Marktanteil gehabt, glaube ich, was sehr, sehr viel ist. Und einmal ist ein Schweinchen, das dabei war, so das Bild durchtreppelt, genau. So ein Batterieschwein. Sonst ist nichts passiert. Und das habe ich eben ganz spannend und reizvoll gefunden, mal nichts zu machen. Und die Leute schauen es gleich. Und in der Ablaufregie haben sie gesagt, das müssen wir abstellen, es kommt ja nichts mehr. Und wir unten haben gekämpft und gesagt, was heisst, es kommt nichts? Wieso ist das nichts? Weniger nichts, wie das nichts, was Gabriele Amgarten in ihrer Sendung gemacht hat. Wer tut nichts werten, weil es nichts weniger nichts ist, oder? Und da sind wir so in so einer philosophischen Kurve, die extrem spannend war. Und auch kribbelig, weißt du, du willst dann eingreifen. Apropos kribbelig, also ich habe das Gefühl, die Hypnose die funktioniert ja, er meint jetzt, er sei ein Schriftsteller. Ja, ja. Er meint, er sei ein Pichsel. Und wie tust du das jetzt wieder, wie sagt man das, also, neutralisieren? Nein, wenn er jetzt den Ranitzky würde hören, dann würde er wach werden. Und weil er ja weiss, ich bin Schriftsteller. Oder kannst du nicht auch? Ja, er könnte. Das ist ja gar kein Literatur. Das ist ja eine. Das ist ja gar keine richtige Talkshow hier. Was machen die denn hier, mein lieber Hund? Sind sie der Bichsel? Ja, siehst du, jetzt ist er aus einer Tiefschlafphase aufwacht. Und wenn ich jetzt so mache, dann ist er wieder. Bist du Postic? Wo ist Büsi? Oder? Dann ist er wieder da. Willkommen zurück, Postic. Ja. Und jetzt ist er natürlich wieder sehr wachsam. Schade, haben wir jetzt kein so Tier da. Gehen wir mal schauen, wo ist es? Gehen wir es suchen. Was wir machen in der Zwischenzeit schnell etwas anderes. Zum Millenniumswechsel ist nämlich eine neue Sendung von Frank Baumann, die ins Programm auf dem Schweizer Fernsehen. Street Life hat die geheißen. Damals täglich auf SF2. Willkommen bei Street Life. Bleiben dran und schauen, was im Verlauf dieser Sendung ist. Das wäre jetzt leider im Roman seine Uhr gewesen, mit dem Saisonabonnement. Ich würde sagen, dieser Schuss kann gar nicht mehr in die Hose. Ja. Geschmolzen im Schnee, würde ich sagen.
Jetzt müsst ihr hören, ihr Weicheier zu Hause. Ich freue mich für euch den Arsch ab und ihr schaut dann meine Sendung nicht. Ab dem 3. Januar, Street Life. Jeden Tag mit euch, ist das klar? Deine Haare? Ja, easy. Die finde ich aber schon noch schick. Ja, von mir ist es schon gut. Wie willst du es lieber? Willst du von vorne mit dem Rasieren oder von hinten durch? Hinten durch. Hinten durch ist einfach hinten ab. Ja, vorne hättest du einfach nur einen Scheitel. Da könntest du die Haare Seitenscheitel drüber legen. Das sehe ich mir nicht so. Sag das einfach. Nein, ist schon gut. Hinten ab ist besser. Also, Frage Nummer 1. Welcher brötelte Bulleschenkel ist zarter? Das ist eine geile Frage. Welcher brötelte Bulleschenkel ist zarter? Der linke oder der rechte? A. Der linke, B. Es gibt keinen Unterschied. Bulleschenkel. B. Glaubt ihr, ich hätte die Frage gestellt, wenn B die richtige Antwort wäre? Ja. Falsch. Nein. Der linke. Hey, das ist die meisten Hühner sind rechtsfüßig und haben das stärker trainierte Muskelbereich. Das ist nicht meine Erfindung, es ist so. 1, 2, 3, 4, 5. Wähler rasieren. Hey, ich lese nicht. Das sind deine Haare. Du bist auf einmal grosszügig mit deinen Haaren. Mit ihren Haaren. Wie heisst du? Tamara. Ivana und Tamara, du kommen hier alle aus Russland. Nein. Das ist ja so. Isabella. Ivana, Tamara, Isabella. Wähler rasieren. Nein, liest du aus. Nein, ihr lest jetzt. Okay, wann hast du gesagt? Ja, okay, ist gut. Der? Ja. Ich bin nicht schuld. Hat jemand easy gesagt voran? Ich sehe das überhaupt nicht als easy. Nein, ja, solange es so meine Haare sind. Ein vertrautes Geräusch. Dreh dich mal um. Oh, shit. Ah. Das glaube ich nicht. Ja. Ding. Nein, der geht gar nicht. Der hat gar kein Messer, der tönt nur. Ja! Aber sie hat es mit Fassung gedreht, oder? Ja, ich kann es gar nicht checken. Jede andere wäre zusammengebrochen, aber im Schock ist sie stehen geblieben wie eine Eins. Ja. Wie alt ist Bundesrätin Ruth Metzler? Maike! Wir jetzt mal rasch konzentrieren. Wie alt ist Bundesrätin Ruth Metzler, wo die Elisabeth Kopp in den Bundesrat gewählt wurde? Was ist die erste Bundesrätin? 20, B, 15. Der Metzler ist ja nicht so schaurig. Jetzt ist sie 30. Wie alt ist sie jetzt? Ich darf das nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, 15. 15. Wie heisst der Satz? Oh nein, das ist falsch. Kannst du noch mal rezitieren? Uns lesen weiter das Kimmel. Stimmt's nicht? Stimmt nicht. Ja. Sie ist 20. Nein. 84. Nein, das ist Metzler gemein. 84. 1, 2, 3, 4. Ich lese nicht weiter. Ich habe zwei Fragen, wie ich das Tamara. Der da. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der hat das Messer. Kannst du dich umdrehen? Okay. Kannst du noch auslesen, ob du lieber vorne willst? Nein, hinten. Nein, der geht auch nicht. Hey, jetzt haben wir wirklich richtig. Noch drei Fragen, hä? Noch drei rasieren. Das schaffen wir jetzt. Wäre es nach dem Willen von ihrer Mutter gegangen, wäre der Megastar Madonna heute Coiffeuse. Oder Nonne? Ihre Mutter hat eben einen Dingsalon gehabt. Coiffeuse-Salon, Little Italy. New York. Coiffeuse, finde ich, passt eigentlich auch noch gut zu unserem heutigen Treffen. Zähne klappern. Erstes Weinen. Also Madonna, ich weiß nicht. Madonna. Spielst du Gitarre? Ja. Was für eine? Akustische. Was hat es mit dir gemacht? Man kann doch auch mal mit dir privat reden, während ich mir da denke. Aber wieso? Ja, ich kann auch, du siehst aus wie eine Gitarristin. Wow. Klassisch, oder wie? Ja. Ja, aber du siehst aus wie eine klassische Gitarristin. Du siehst aus wie eine Hardrockerin. Nicht? Ja, das auch. Was willst du sagen? Nonne, würde ich sagen. Nonne. Nein, eh nicht. Das wäre schon. Ich spiele immer so die Nonnen und so Zeug, die Videos und so Zeug. Nein! Oh, jetzt müssen wir es wissen. Also, Coiffeuse. Ja, meine Coiffeuse. Gut, Coiffeuse. Das war die dritte Frage. Und die dritte Frage ist falsch. Nein, Nonne! Ja, relativ geringe Trefferquote, wenn ich das mal so ehrlich sage. Ey, ja! 1, 2, 3. Wer hat gesagt Coiffeuse? Alle eigentlich, hä? Ja. Schöne Würste. 1, 2, 3. Nimm du eine.
Wählen. Ja, okay, ich nehme den. Jetzt ist es Sie ist fürs Leben zerstört. Hey, mir schon. Nein, nein, der geht glaube ich auch nicht. Du musst dich umdrehen. Mal ausprobieren. Nein, Mensch. Ich glaube nicht. Sag mal. Lieber kommen. Der geht. Jetzt mache ich es aber schön. Nein. Ja, weißt du, ihr seid in der Ecke Hilfe. Wie heisst das Zitat? Du kannst das Mikrofon überheben, damit das Zitat. Ja, muss ich das immer sagen? Nur uns Kohl ist er. Ich muss noch einen Sechser über den Latsch. Wie sind wir denn im Latsch so dabei eigentlich mit der Note? Ich habe einen Schlecht. Du hast einen Rührenschlitz, das glaubt er wohl. Hey. Schau mal, jetzt kann ich dich aber, glaube ich, früher lösen. Christine, kann ich mal die Schere haben, dass ich sie nicht so lange muss quälen muss? Ich kann ja gar nicht. Nein, jetzt siehst du, wie das schneit. Das ist im Fall er geht wahrscheinlich gar nicht ja, richtig. Ja, schau mal da. Oh, oh, Timmy, es sieht nicht gut. Gut. Das heisst, er geht nicht. Ja, schau doch an. Timmy, hast du es gesehen? Nein. Nein. Es geht recht gut. Oh, Scheiße, du musst mal zum Kaffee. Ich tue es einfach. Ich habe kein Geld. Moment. Also, dann mache ich es einfach schön. Ja. Kein Geld hast. Nein, es sieht nicht schlimm aus. Und überhaupt sieht man dich ja von vorne. Du bist ja eine, die ja, frontal auf die Leute zugeht. Oh, Timmy, nachher kommst du das Ding nicht rüber. Weißt, du, darf ich dich mal etwas fragen? Wer sitzt eigentlich hinter dir in der Schule? Niemand. Du bist selber die Hinterste. Du bist selber die Hinterste. Warte mal, ich tue dir mal... Nein, ich glaube es nicht. So. Das sind sehr schlecht. Wir sind so blöd. Gibt es die Schere? Nein, weißt du, dann nachher geht es nicht so lange. Es geht ja auch lang. Ja. So. Nicht so kurz, du Arsch. Nein, ich schneide einfach gerade ab. Da. Ja, das kannst du nicht noch brauchen. Sieht aber schön aus. Hey, nein, sieht viel geiler aus. Schau mal, die Backen sieht einfach sehr geil aus. Und sie hat es auch kurz. Ist heiß. Es ist sehr gut. Schau, sie ist also ganz nahe bei ihrer Frisur, würde ich sagen. Oh, oh. Es ist sehr gut. Nicht, es ist wie bei dir. Schleichli drin. Es ist sehr gut. Ja, du wirst dich in... Wir kriegen jetzt nichts. Nichts, aber du hast dich in die Herzen von unseren Zuschauern reingespielt. Und was spielen wir um deine Uhr? Oder was? Nein, ja, mein BH. Und die BH? Ja. 90 Stutz. 90 Stutz, zeig mal. Oh, Küsse. Ich bin gespannt. Ja. Sehen wir ihn dann noch irgendwann? Ja. Kein Stress. Okay. Geht's nicht? Was? Ja, ich glaube schon, ja. Da oben weit, ich meine. Nein, ich habe schon gewusst, dass er kommt. Und ich dachte, ich nehme den von meiner Mutter. Ja, schon einen zweiten noch? Nein. Zeig. Nein. Hast du keinen zweiten noch? Nein. Hör auf lachen. Wir wollen deinen auch noch. Okay, kannst du wieder anlegen? Nein. Nein, wir wollen nicht deinen, wir wollen deinen. Nicht deinen. Nein. Weißt du nicht, ob es ein anderer ist? Nein. Ja, es ist schon ein anderer. Ja, zeig mal. Wir können ja mal anschauen. Siehst du, hast sie als Messer geliefert? Das finde ich also schon richtig. Also, weißt du, ich mache sie auch ungern, oder? Ja, man merkt es. Nein. Wie wird denn das echt im Sommer? Da haben wir keine. Aha. Ich habe wieder Bikini. Kommen wir wieder Body vorbei. Ah, du machst jetzt ganz einen anderen Trick. Du der Ärmel durch. Ja, das ist... Was sagen eigentlich eure Freunde, wenn ihr es so macht? Ist nicht ein bisschen... Ich meine, es ist ja irgendwie ein bisschen unerotisch, oder? So. Nein, das ist umfurchten. Gut, welchen wollen wir nehmen? Beide. Beide? Ja, nein. Ja, nein. Du kannst den wieder anlegen. Ein Spinett steht meistens in der Stube. Aha. Kleines Spinnrad, oder? Ja, das Spinett. Oder das Musikinstrument? Ja, das Klavier, so wie das Klavier. Das Musikinstrument? Ja. Ja. Stimmt. Ja. Jetzt haben wir gewonnen. Ei. Yes. Wie heisst du? Barbara. Deine Hose willst du tatsächlich spielen? Ja. Gut. Dann müssen wir sie jetzt haben. Jetzt? Ja, sicher. Oh, du hast das Spiel falsch verstanden. Nein, wir müssen sie schon jetzt haben. Bist zum Glück hast du einen langen Pulli an. Klar. Soll ich ein bisschen vorne anstehen? Ja, da muss ich meine
meine Schuhe auch noch ausziehen. Das ist eine gröbere Geschichte. Nein! Das habe ich nicht gewusst. Ja, man kann nicht. Man lernt immer wieder dazu. Also die Schuhe kannst du nachher wieder anlegen. Ja, ich hoffe es auch. Das ist noch interessant, das ist wieder, wenn man ein Strassenmusikant wäre bei so einem Spiel da. Ja, bitte. Gut. Kannst du mir die Hose mal geben? So. Hat es noch viel Geld drin oder etwas? Darf ich mal reinlangen? Nein. Gut. Also 5 Brenner, hä? Okay. Bis 1999 hat man geglaubt, dass der Kilimandscharo 5.895 Meter hoch sei. Wie viel Meter weniger hat jetzt eine Messung gegeben? Also man hat immer gemeint, es sei höher, ist aber gar nicht so hoch. Ah, 3 Meter weniger, 2 Meter weniger. Das hat man mit dem Global Positioning System gemacht. 3 Meter, 2 Meter. Kilimandscharo? 2. 3. Ja gut, also weißt, normal ist privat wäre jetzt nicht so klein. Ich meine, wenn man sieht, Kilimandscharo 5.895, ob jetzt 2 oder 3 Meter, ist ein Meter Unterschied. Darfst du den Brenner aussuchen, holdern, dann kannst du dort... Aha. Das ist eine schöne Detaillösung da mit dem Kleid. Welchen willst du, der mittlere, linke, rechte? Also du hast kalt, ich meine, ich bin... Ich kann mal zeigen, was ich alles habe. Ein Pulli, zwei Pulli. 3 Pulli, drunter noch ein Pulli. Also wenn du warm hast, wir haben die Zeit. Welchen willst du? Den rechten. Den? Mhm. Den rechten. Eine Hose braucht man auch noch. Vielleicht geht die ja nicht. Du müsstest dann einfach, wenn er ging, das kannst du jetzt ja nicht wissen, müsstest du dann eigentlich die Schuhe binden zum Heilaufen. Das würde ich aus Sicherheitsgründen machen. Gehst um, offene Knie. Gut. In welche Klasse gehst du? D3C. D3C? Ja. Gut. Kilimandscharo hast du nicht wissen, hätte ich auch nicht gewusst. Los, was mit den Schuhen binden, habe ich ja so ernst gemeint. Nicht, dass sie noch Schadenersatzforderungen kommen. Ah! Ah, nein! Weißt du, ich kann nicht beliebt werden, wenn du die Fragen falsch beantwortest. Ehrlich? Ist das echt schwierig für mich? Es schmeckt ein bisschen so, wie wenn man das Bügel zu lang drauf gelassen hat. Oh je. Komm gut heim, gell? Ja. Ruth, Tommy und Beat. Ihr werdet es verstehen, wenn wir alle dazu hoffen, dass ihr verliert. Ruth, Tommy und Beat, welches Tier ist keine Maus, sondern ein Insektenfresser? Spitzmaus oder Zwergmaus? Okay, Spitzmaus. Es ist eine Fachfrage. Das könnt ihr nicht wissen. Ist sicher. Ja. Nein. Komm, kannst du ganz schnell. Wir können es eigentlich schon nehmen. Ich merke es mit ihm. Komm. Hat keinen Sinn. Schaffst du nie. Ja. Sind ihr zufälligerweise irgendwie Epileptiker oder habt ihr sonst ein gesundheitliches Gebrechen? Also wenn ihr euch jetzt da lasst, dann würdet ihr nicht kollabieren? Nee. Brutal. Brutal? Wir müssen eine Seitenlagerung machen. Mit ihr wird es ein bisschen schwierig in der Mitte. Und wenn ihr alle aufeinander aufliegt und dann beatmet. Nein! Sag mal, das kann ja nicht sein. Du, jetzt nein, das ist ja nicht wirklich. Nein. Jetzt habe ich vorher gerade gedacht, jetzt habe ich zum ersten Mal gesehen, welcher Schlüssel das ist und ich hätte die andere Handschelle tippt. Ja. Das ist interessant. Ja, ist cool. Ja, du, das ist ja ganz toll. Und die kommt es noch gut. Oh. Ja! So Schmuck. Du, also, weißt du, wie viele Frauen würden sich wünschen, zwei so adrette Skilehrer als Schmuck zu haben? Ja. Ja, das ist ja wunderbar. Streetlife war eine tägliche Gameshow, die vor allem bei den jungen Zuschauern zum Kult geworden ist, kann man sagen. Frank, das war eine wunderbare Spielweise für dich. Ja, das war so fantastisch. Und das ist der grösste Fehler, den ich je gemacht habe in meiner Fernsehkarriere, dass ich das nicht mehr machen wollte. Warum das ist blöd. Ja, ich habe nach einem Jahr auf der Straße als sozialer Gassenarbeiter fast, habe ich gedacht, nein, das mag ich nicht mehr.
Und das es hat einfach gestunken, so viel rumreisen. Ja, gell? Und von Russen, der Kälte und die Füße abgefroren. Und dann ist noch dazu, dass auf der Straße, wenn irgendwelche Jungen mich sehen, sagen: Hey, Frankie, Money, hast du mir auch noch 300 Franken? Ich koste meine Euro, Money. Das ist eine voll geile Sendung im voll extrem krasse. Also, du bist ein Teenie-Idol geworden. Ja, irgendwann. Das hast du nicht wollen. Mit 45 langt es dann irgendwann. Also, bei allem Respekt, das ist auch schön, natürlich. Ja. Aber irgendwann willst du. Aber sorry, warum bist du denn jetzt geräumt? Ja, weil es eine ganz tolle Zeit war. Es war eine tolle Zeit. Und ich kann viel über die Leute erfahren. Das ist ja das Hauptproblem des Werbens. Der hockt am Computer, tut irgendetwas Texten und meint, Frau Muckli findet das nicht gut. Dabei kennt er sie gar nicht. Wir sagen zusammen, ja, Zielgruppe Jugendliche. Mein Gott, was ist Zielgruppe Jugendliche? Das weiss man heute gar nicht mehr. Und bei dieser Arbeit sind wir immer an vordersten Front und haben richtig den Puls können mitspüren, was denn überhaupt läuft von außen. Und mit dabei waren auch immer ein paar Gemeinheiten gewesen, wie jetzt hier, zum Beispiel die Hosen, die hast angezündet, Haar schneiden und so weiter. Wie haben die Leute reagiert? Also ich meine, das Fernsehpublikum, wie hat das Fernsehpublikum reagiert auf die Gemeinde? Sie hat es natürlich viel besser gefunden als ich. Also, ich habe am Anfang nicht immer, dass die Leute gönnen, aber das ist der grösste Fehler. Die Sendung ist nur dann lustig, wenn sie verlieren, die Leute, oder? Und zwar auf eine möglichst fiese Art. Und von dort weg ist die Quote extrem hochgeschossen, wo wir angefangen haben, einfach brutal Haar abschneiden, fertig, oder? Und das hat dir Freude gemacht? Nein, das ist gar nicht mein Naturell, gar nicht. Ich bin ja eher privat. Mein Gott, wenn ich mich kennen würde, ich bin ja privat zurückgezogen. Und ich will ja nie eine Anecke, ich kann nicht mal reklamieren, wenn die Suppe versalzen ist im Restaurant. Und dann, ich musste wirklich über meinen Schatten springen. Und bei dem Mädchen, wenn ich die Haare abgeschnitten habe, ich habe von der noch geträumt. Ja, komm jetzt. Ja, ehrlich, hey, das war so schlimm, die schönen roten Haare. Aber dann, ist irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später, spricht mich eine junge Frau an mit so kurzen Haaren und sagt, kennst du mich noch? Und ich, Gottes Willen, woher soll ich sie kennen? Und das ist die, die ich die Haare abgeschnitten habe. Und die hat gesagt, für sie sei die Rasur 100-mal spannender gewesen wie die 300 Franken. Weil sie hat eine neue Identität gehabt. Ja. Ihre Mutter hat sie nicht mehr gekannt, die Familie, die Freunde haben sie nicht mehr gekannt. Und für sie hat alles neu angefangen. Sie hat gesagt, das ist für sie viel, viel wertvoller gewesen, wie der schnelle Gewinn von Geld. Dank Streetlife mit dem Frank Baumann. Eine andere Sendung, wo wir uns jetzt ein paar Ausschnitte daraus anschauen, hat Doppelmoppel geheissen. Vielleicht in wenigen Worten, um uns das in Erinnerung zurückzurufen. Um was ist es gegangen? Ja, es war eine Spielsendung, wo zwei Teams gegeneinander gespielt haben, die gegensätzlich waren. Also zum Beispiel Wahrsager gegen Wetterfrösch, Wasserballett-Tänzerinnen gegen Motorboot-Fahrlehrer, Feuerschlucker gegen Feuerwehr. Das waren so Gegensätze. Und die haben miteinander um nichts gespielt. Das waren schon Reisen, aber das ist völlig willkürlich bewertet worden. Völlig willkürlich habe ich einen Punkt gegeben oder nicht Punkt gegeben. Es ist eigentlich nur ums Mitmachen gegangen. Und die Gegensätze waren wichtig, oder? Wir haben das als reizvolle Paarungen angeschaut. Also Meteorologen zum Beispiel und Wahrsager. Ja, das hat dann so einen satirischen Approach gehabt. Das hat mir eigentlich sehr gefallen. Aber eben, zu gewinnen hat es in dem Sinne Reisen gegeben, zum Teil sogar sehr teure, bis 15'000 Franken. Aber das war spektakulär für die Mitmachenden gewesen. Wir haben sie einfach willkürlich verteilt, wenn du reisest. Und dazwischen hat es viel Klamauk gegeben, oder? Ja, es waren so Kleininstallationen, Kleinkunst, wie man heute sagen vielleicht. Einfach Sachen, die aus dem Moment aus entstanden sind. Auch diese Sendungen sind am Tag selber entwickelt wurde. Wir haben in einer Woche 5 Wochen gedreht. Also wir haben jeden Tag 5 Sendungen aufgezeichnet. Am nächsten Tag wieder 5 Sendungen, wieder 5 Sendungen. Und das hat man gar nicht können planen. Es war alles improvisiert. 2 Dreierteams zeichnen Begriff und die Kollegen probieren, den gesuchten Begriff zu erraten. Zu gewinnen hat es Flugreisen gegeben und dazwischen ganz viel Klamauk. Viel Spass in den nächsten 40 Minuten mit einem Zusammenschnitt aus ein paar Doppelmoppel-Shows. Doppelmoppel.ch mit Wahrsager, die 14'125 Punkte haben. Die Wahrsager heissen Silvia Patrick und Mike Shiva. Parat, um ins Swiss-Flugzeug nach Boston einsteigen, sind im Moment Wetterfrösch, Christoph, Alex und Thomas. Applaus
Jetzt haben wir uns ja gestern schon ein bisschen angeschaut, wie das mit dem Wetter aussieht. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir heute eine Schulung machen, was euren Arbeitsbereich anbelangt, Maike. Und du hast schon ein kleines Experiment mit dem Herrn Bucheli dir überlegt. Falls er mitmacht? Wenn er mitmacht, habe ich gedacht, tue ich jetzt mal ein bisschen versuchen zu verhexen. Auf eine feinstoffliche Art. Vielleicht ist er bereit. Wenn ihr bereit seid, geht er da offen. Immer offen für das. Also verhexen ist es nicht. Keine Angst. Vielleicht da richtig schön auf die Bühne. Soll ich meine wissenschaftliche Jacke aussehen, damit das nicht stört? Ich glaube, es würde auch jetzt ein bisschen irritieren, weil du gäbst dich dann als Wissenschaftler aus. Aber jetzt bin ich in der ganz Wissenschaftler. Vielleicht hilft das Experiment dann für genauere Wettervorhersagen? Also ich mache es in zwei Abschnitten, vielleicht ein bisschen vorstehen. Es gibt im Unsichtbaren feinstoffliche Energien. Und man könnte jetzt zum Beispiel genau das Gleiche auch über die Kamera machen. Aber dann würden wahrscheinlich einige Leute gerade daheim umkehren. Das machen wir lieber gerade nicht. Also genau. Machen wir es mit dem Herrn Bucheli. Wenn er umkehrt, macht es weniger. Willst du noch sagen, was du machst? Ja, eben die feinstofflichen Energien kann man zu Heilzwecken anwenden. Und das wollen wir jetzt auch nicht machen. Also tue ich es jetzt an ihm zeigen. Ja, eben, ja. Und ich weiß zwar nicht. Und dann. Nein. Bis jetzt noch nicht. Und ich versuche, mit diesen unsichtbaren Energien, mit einem Abstand, ihn nach hinten zu ziehen. Energetisch. Und wenn das funktioniert, dann ist es gut. Und sonst haben wir Pech gehabt. Du machst jetzt schon Energie. Das ist meine. Wenn ich es so mache, gibt es schwarze Bömbel. Ich kann es beweisen. Gut. Frank, also. Könntest du bitte? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja. Konzentrieren, das ist wichtig. Und locker sein und sich nicht wehren. Man kann sich natürlich immer gegen alles wehren. Und die Beine nicht zu weit auseinander. Wir gehen nicht Skifahren. So. Also. Moment. Und jetzt. Da ist der Punkt. Und er kommt hinterher. So. Ja, gut. Ja, gut. Also. Geht leider bei mir Buchel im Punktabzug. Hast du dich ja noch hinterher geworfen? Hast du noch hinterher geworfen? Wir machen es jetzt noch nach vorne. Gut, also nach vorne. Also es ist wirklich kein Witz und auch kein Spass. Es ist wirklich. Ja, aber jetzt hat er also nachgeholt. Nein, nicht. Überhaupt nicht. Nein. Sicher? Das wäre nicht gut. Es funktioniert 200%ig. Und jetzt machen wir es einfach mal so. Also. Ah, kannst du mir noch erklären, warum es funktioniert? Weil ich gedanklich das will und weil ich energetisch mich auf das konzentriere und wenn ich ihn abheile. Aber er muss bereit sein, dass er mitmacht. Er muss bereit sein. Wenn er sich wehrt, geht es nicht. Aber er wehrt sich jetzt nicht mehr. Und kann auch nicht mehr. Jetzt kommt er einfach zu mir, weil ich das will. Er wehrt sich. Das müssen wir noch mal machen. Jetzt hat er das Bewusstsein eingeschaltet. Jetzt tun wir ihn schnell weg. Und die, die mich kennen von früher, wissen, dass ich so innerhalb von 5 Minuten die Leute in Hypnose versetzt habe. Das ist nicht Hypnose. Nein, aber der nächste Schritt ist schon da. Ja, das ist nicht so klar. Die Sonne wärmt die Luft auf. Aufpassen, das frage ich euch nachher. Ja. Das gibt das Tief, oder? Das ist das, was du meistens hast. Ja. Oder sie kühlt, die Luft kühlt ab, dann gibt es ein Hoch. Das ist aber nicht wirklich logisch. Das ist wenn die Luft man nicht. Wo du immer hast. Ja, wenn die Luft abkühlt, dann sinkt sie ja. Dann müsste es ja ein Tief sein und nicht ein Hoch. Nein, das ist eben falsch. Kalt ist schwerer, also hoch. Gut. Und weil gut, kalt ist schwerer. Luft. Leider. Man hat es anders als die Frauen. Die gehen vom Hoch zum Tief, die Luft. Politisch unkorrekt. 1000 Punkte Abzug. Na hallo, hallo. Also, das sind ihr selber die Schuld. Ehrlich, tut mir leid, Thomas. Ich hätte euch gerne mehr Punkte gegeben. Gut. Aber jetzt ist es also relativ einfach im Moment noch, aber es wird ein schwieriges werden. Das haben wir jetzt ja alle begriffen. Ja, jetzt hat es hier am Berg beispielsweise. Jawohl. Jetzt kommt die feuchte Luft, die vom Meer aufgestiegen ist, wird jetzt ums Verrecken zu dem Tief, kommt aufs Land, steigt am Berg auf. Und was passiert? Ja. Es windet. Ja. Es regnet. Regen, ne? Da ist also der Regen. Jawohl, es regnet da. Die Schweizer von Hebron, ich will das Mikrofon holen. Die Schweizer Fernsehen hat ja seit neuestem eine Wetterstation auf dem Dach. Bist du auch an mich auf dem Dach oben im Fernsehen? Nein, der windet mich runter. Aber der windet da schon zu viel. Das
hat man ja für ein wahnsinniges Geld, für wahnsinnig viel Geld, hat man ja im Schweizer Fernsehen die Wetterstation aufs Dach aufgetan. Und darum hat jetzt auch der Herr Rubli kein Problem, das Wetter zu erklären. Du kannst weitermachen. Deine Urgroßmutter hat ja bereits Kräfte gespürt. Natürlich, ja. Und du kannst nicht so gut wie sie? Ja, kann auch sein, ja. Ich habe sie nicht gekannt. Sie ist gestorben, bevor ich geboren bin. Aber du hast gehört davon. Ja. Es ist überliefert worden. Ist das richtig so? Ja. Und das ist irgendwo in deinen Hirnströmen gespeichert. Ja. Und du hast, eigentlich hast du Angst vor diesen Kräften, die du hier auslotest. Genau. Darum wirst du nie deinem Freund gegenüber, der übrigens eigentlich einen ganz eigenartigen Beruf hat, ist nämlich sehr materialistisch, Elektroniker, oder? Materialistisch. Hey, Elektroniker, ich meine, ich habe es gefunden. Ja. Ja gut, heute ist jeder Elektroniker. Außer du und ich und sie. Und... Gut, aber das war jetzt ein Glückstreffer. Da gibt es keinen Punkt. Weiter. Du würdest nach meinem Dafürhalten ihm und dir nie Karten legen, weil du Angst hast davon. Ja. Von diesen Erkenntnissen. Genau. Weil du Angst hast, es käme ein Dieb. Mhm. Wo irgendwie wieder als Urgroßmutter auf die Welt kommt. Ja. Oder so. Ja, ja. Das, also, ja, das finde ich jetzt wirklich sehr gut. Es ist leicht skurril, aber was würdest du ihm für einen Punkt? Es war gut. Das sind eben jetzt die magnetischen Kräfte von vorher, oder? Genau. So tut man die Zellen aktivieren. Der Mike Schiwe hat den Buchli zuerst gepolt, aufgeladen. Ja. Darum war er so erschöpft gewesen, zwischenzeitlich. Und jetzt kommt das Ganze, die gebündelte Kraft. Und in einem Urschrei quasi. Kommt wieder raus. Ja, und ich finde es natürlich, ich meine, wenn jetzt ich käme zu dir und dann würde ich sagen, ja, das habe ich dir in der Garderobe erzählt, ja, das hast du gerötelt und so, finde ich natürlich irgendwo daneben, oder? Ich meine, ich streng mich an, versuche hier mit dem Karten... Nein, es ist ja gut, jetzt nicht ausrasten. Nein, kannst du mir bitte gut, das, nicht gut. Das, bitte das noch schnell erklären. Das ist jetzt aber ein interessantes Schleuderergometer, oder was es Schleuderpsychometer. Also, ja. Interessant an dem ist ja, dass man... muss ganz schön in die Kamera jetzt zeigen, damit man es gut interessant sieht. Interessant an dem ist ja, dass wir zwei Thermometer haben. Und wesentlich sieht man da unten innen. Eins ist nämlich ein normales Thermometer mit so einem Metallli und das andere ist so in einem kleinen Strümpfli eingepackt. Und wenn man das Strümpfli nass machen und dann tut man an verschleudern, dann misst ein Thermometer die normale Luftfeuchtigkeit. Und beim anderen Thermometer passiert, wenn es windet, tut die Luft verdunsten. Und das bedeutet, dass Energie entzogen wird. Und wenn dann hier Energie entzogen wird, wird es kühler. Und daraus kann man noch die Luftfeuchtigkeit ausrechnen. Es kommt ein Tiefdruckgebiet. Vom Atlantik her langsam voran und drei eingelagert Warmfront. Jawohl! Halt, Warmfront! Warmfront! Wo ist die Warmfront? Und jetzt kommt etwas ganz Wesentliches. Was passiert mit der warmen Luft? Du bist die Warmfront, eingelagert in das Kalt. Was passiert mit der warmen Luft? Aber halt, muss die Warmfront muss man nicht einlagern jetzt. Nein, die Warmluft leitet sich jetzt über Kalt. Also kannst du darüber liegen, ich könnte darüber reinlegen. Gut. Also, ich sehe jetzt die leichtere Warmluft, die gleitet auf dieser Kaltluft auf. Jetzt sehr gut, langsam sehr gut. Der Wind an von blasen. Wir haben ja gesagt, das Tiefdruckgebiet ist da. Sehr gut, du musst noch ein bisschen vorbleiben. Ja, noch ein bisschen vorkommen vielleicht. Und jetzt, wie geht es jetzt für euch so als Kaltluft? Es gibt Wolken, die drauf gleiten. Vorgang werden jetzt in der höheren Luftschicht Kondensationsprozesse ausgelöst. Und das bedeutet, dass wir jetzt Wolkenbildung haben. Also nicht Nebel, wie wir das ja eingangs gezeigt haben vor einigen Tagen, sondern wir brauchen Wolken, die in den höheren Luftschichten jetzt mit der Warmfront zusammen verbunden aufgehen. Und der Wind wird ein bisschen stärker. Wir haben langsam haben wir wirklich den Sturm bekommen. Jawohl. Moment, ich muss ein Interview machen. Jawohl. Was ist er? Er ist jetzt eine Schichtwolke. Ah, er ist Schichtwolke. Wie fühlt sich eine Schichtwolke? Zirruswolke. Wie sieht die Zirruswolke aus? Kannst du dir das vorstellen? Nein. Du musst es bitte richtig machen. Halt! 375 Punkte Abzug. Ich habe keine Ahnung, was eine Zirruswolke ist. Bring es ihm bei. Ich wollte noch eins fragen. Also, Zirruswolke ist die höhere Eiskristallwolke, die Schleierwolke. Weißt du das? Oder wo? Also, gut. Sind die höchsten Wolken, Zirruswolke? Ja. Gut, du, die höchsten Wolken. Du ziehst jetzt über das Ganze rein und jetzt kommen wir langsam. Sonnenstrahlen. Ja, Sonnenstrahlen. Jetzt kommen wir langsam, aber sicher in dickere Wolken. Und jetzt kommt der Niederschlag. Und jetzt kommt etwas ganz Wesentliches. Wir haben Kaltluft unten, Warmluft oben. Was passiert jetzt? Es gibt Niederschlag und es gibt vereisenden Regen. Vereisenden Regen? Wo der Schnee schmilzt und unten gibt es vereisenden Regen. Ja, das okay. Regnen. Kutte. Oh. Die Sonne tut jetzt zu. Das
sehen wir nicht mehr. Es regnet noch nicht. Es wird ja verriesender Regen. Und wo ist der Schnee? Schau mal dort. Wo ist der Schnee? Es fängt an zu schneien. Jawohl. Ja, schau mal. Wudu, es schneit. Es ist kalt im Fall. Sehr gut, jawohl. Der Sturm kommt. Ganz gut. Tiefdruckgebiet, dicke Wolken. Wir haben einen von den seltenen Momenten, wo der Bucheri das Wetter richtig vorhersagt. Macht er noch weiter? Jawohl. Und jetzt kommt etwas ganz Wesentliches. Kaltluft wird ausgeräumt mit dem Wind. Kaltluft wird ausgeräumt mit dem Wind. Moment. Kaltluft ausräumen. Da ausräumen, Kaltluft. Wir spüren den Temperaturanstieg. Ah, Temperaturanstieg da. Aber das Problem ist, dass es nicht schmilzt. Es kommt regnen. Sehr gut. Es ist nicht schmilzt. Lea, Prediger. Bucheri, was hast du wieder für eine Wetterprognose gemacht? Ja, das sieht das. Das glaube ich ja nicht. Das ist alles richtig. Heute mit einer ganz interessanten Gruppierung. Wir haben auf der einen Seite die Maya Brunner, da haben wir den Raphael Haslinger und den Salvo. Ingrazia. Salvo, Ingrazia. Halt, Moment, noch nicht klatschen. Nochmal neu. Wir probieren das im Chor. Salvo, Ingrazia. Achtung. Ja, halt, Moment. Nein. Ja, halt, das ist ein Missverständnis. Relativ still. Das hat es nicht geholt. Ich bin mit dem Mikrofon da. Alle Kameras kehren. Nochmal. Ich mach's vor. Salvo Ingrazia. Und jetzt ist wichtig, dass alle bei dem Ingrazia die Hand vorne anheben wegen dem Speuzen. Dann haben alle die Vorderhand so von den nassen Nacken. Wir probieren es. Salvo Ingrazia. Bravo! Ja, aber jetzt, Moment. Das war noch ein bisschen verhalten. Ich will es gleich noch mal richtig haben. Achtung. 2, 3, 4. Ja. Also, da hinten ist es noch ein bisschen unsicher. Jetzt kann ich nicht auf alle aufpassen. Da alle gleichzeitig machen wir es so. Ihr schaut immer gegeneinander, schauen, 2 und 2. Und kontrollieren, ob es richtig gemacht wird. Jetzt ist es ganz wichtig, auch die Heime. Frau Muckli, gehen Sie nicht zu näher an die Scheiben, sonst wird der Fernseher nass. Das ist ganz wichtig, dass ihr vor dem Gesicht ganz schnell dass man, und nicht die Nase vom anderen duschiert. Haben wir probiert. Sorry, es gehört eigentlich nicht in die Sendung, aber der Start, wenn man dann richtig macht, ist die erste Probe. Der Start muss dann ganz gut sein. Also Achtung. Wie heisst es schon wieder? Salvo Ingrazia. Also, Salvo Ingrazia. Achtung, ich zähle 4 vor. 1, 2, 3, 4. Gegendrehen und... Oi. Moment, wie heisst du? Silvio. Fahrlässig. Und wie heisst du? Paolo. Ah gut, du hast eine Scheibe an, bei dir ist kein Problem. Aber er hat ihm schier in die Scheibe hineingespäut. Ich habe es gesehen. Die Hand ist zu spät aufgekommen. Ja, und er hat keine Scheibenwisch schon dort. Gut, Gott sei Dank hat sie nebendran. Entschuldigung, den Namen muss ich noch wissen. Erna. Ist gut, aus Sicherheitsgründen hinten dran auch eine Scheibe zur Not, falls er weit spritzen sollte. Also, wir tun uns nur auf die beiden konzentrieren. Achtung, fertig. Warte, wie heisst du schon wieder? Salvo Ingrazia. Achtung, fertig, los. Salvo. Hey, nur halt, Moment. Nur die zwei. Sorry, es ist Fernsehen, ihr müsst euch zusammenreissen. He? Ihr müsst schon wirklich seriös machen. Ich zähle vor. 1, 2, 3, 4. Salvo Ingrazia. Ja, okay. Gut. Von wem sind die Fan? Von welchen? Von der Schlagzeug oder von Ihnen? Maya. Gut. 500 Punkte für euch. Gute Fans haben ihr mitgebracht. 500 Punkte. Ihr sind auf 15. Wer hat Scheiße gesagt? Du hast Scheiße gesagt. 500 Punkte Abzug, weil er das Wort gesagt hat, das wir in dieser Sendung nicht hören wollen. Nicht im Wort zum Sonntag, nur will ich etwas Dunkles haben. Gut. Kann man mal. Kann man mal von euch denn etwas hören, wenn ihr singt? Wer singt etwas? Alle zusammen. La. Was musst du umsteigen nach Singapur? La. La. Umsteigen vorne. Zwei, du fährst an. 2, 3. La. 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 Kann man von euch etwas Schlagzeugerisches hören? 1, 2, 3, 4.
mal da rauf. Gasbiebe. Gasbiebe da rauf. Wie bringt man den aus dem Steckomat? Oh, nein! Nein! Ach! 1000 Punkte Abzug! Schliessen von Fernsehmaterial! Entschuldigung! Rettine! Schnorrige! Was muss ich machen? Linke Hand auf den Aschenbecher. Was liegt? So. Er soll gar nicht spielen. Ja, doch! Du hast einfach mal. Eins und zwei und drei und vier und. Ja? Hast du etwas von der Betty Legler spielen? Betty Legler? Ja. Von der Betty Legler kenne ich. Mir stinkt im Kanton Glarus, darum gehe ich jetzt auf Zürich. Dort stinkt es mir auch, darum gehe ich dann auf Lachs. Betty, Entschuldigung, aber ich kenne sie aber schon lange. Ist das nicht gut? Ja, aber das Lied hat sich nicht gereimt. Muss ich das? Betty reimt sich nie. Also, Betty Legler reimt sich auf Bett Vorleger. Das ja. Betty reimt sich auf. Das ist Nico. Nico? Betty reimt sich nicht. Betty, Betty. Sag mal, warum reden wir immer um Betty? Ja, nein. Das ist der Doppelmoppel. Der Moppli. Das ist ganz natürlich. Das ist ganz natürlich. Das ist ganz natürlich. Hier allein, komm auf! Ah. Der Muffli, wir haben ja heute den letzten Tag unserer Doppelmoppel-Sendung. Da der Raphael Woll, der Rainer Fröhlich und der Nicole Lose. Frau Muckli, wenn Sie zuhause jetzt irgendetwas zu uns sagen wollen, reden Sie laut, weil wir im Studio gehören nichts mehr. Verloren sind keine Ruhe. Mara, komm zu mir, nimm meine Justitia als Fertiggericht. Justitia als Fertiggericht. Eine Nudelpackung zum Aufreisen zeigen.
Gericht auf der einen Seite. Fertiggericht. Nein, Mayo, wir haben Mayo. Meine Mayo. Nein, nicht frech, nicht schlau. Meine Mayo. Wir haben verloren, du musst nicht singen. Alright, here we go. Achtung! Maya, geh mithelfen. Ist gut. So. Freunde! Und wenn ihr gewonnen habt, träumelt ihr noch mal etwas Fröhliches. Und wenn ihr verloren habt, träumelt ihr noch mal etwas Fröhliches. Sind ihr bereit? Ja, definitiv. Zwei, sie helfen uns. Maya, los, schlau. Achtung! Fertig! Musst los! Los! James Bond. Bis jetzt kommen wir nichts. Strich. Nichts. Strich, jawohl. Ein Arbeitsloser. Reiner. Halbes Bild. Ein Mond, ein Bild, ein Ärger. Kummerbube. Ein Weint. Schneewald. Ärger. Weiter, weiter. Trauergott. Grimm. Brüder Grimm. Böse. Böse 20 Mist. Sekunden. Vollmond. Was ist der? Was hat der? Ich verbrenne auf dem Mond. Schlagzeuger. Ich verbrenne den Mond. Ich muss denen gar nicht helfen. Zeichnungslehrer. Nicht helfen. Doppelmoppel. Stürzen ab. Das ist nichts. Nichts. Murren. Jetzt kannst du mal teilen. Jetzt bin ich krass. Shit happens. Hör auf so. Du hast gelacht. Das gibt einen Punkt. Aha. Kann man mal abziehen? Es gibt einen Punkt, den schade, Herr Paul, was ist mit Ihnen los? Dritter Teil vom Bilderrätsel. Für das haben wir nicht. Das ist nicht gut. Also, ausgesucht worden ist von der Frau Brunner Fertiggericht und von dir Midlife-Krise. Moment, Rasch. Bist du jetzt nicht ein bisschen näher bei ihm, Maya? Nein, weil wir singen ein Duett. Ich meine, du hättest einen Schatz. Nach. Ja, das ist richtig, aber wir sind musikalisch verbandelt. Also. Ah. Wie? Musikalisch verwandelt. Verbandelt. Musikalisch verwandelt. Das ist also ziemlich extrem. Nein, ich beobachte das einfach. Ich beobachte es. Du. Wenn ich gewusst hätte, dass du hinhockst, hätte ich mich hinten auch geschminkt. Ich bin, nein, das ist merkst du jetzt. Oh! Oh! Jawohl! So. Da geben wir nochmal 1000 Punkte. 1000 Punkte. Sehr gut. Weißt du, Schlagzeuger könnten vielleicht ein bisschen Rhythmus, aber die kannst du nicht machen. Nein, lass dich nur sein. Weißt, wir machen das allein. Also, das ist ein Lied über uns zwei, wenn wir in den Bergen. Dann hörst du auf, das ist unrhythmisch. Ah, das bist du gewesen, Entschuldigung. Also, ich könnte vielleicht mit den Füßen so machen. Weil es ist ein sehr urchiges Lied. Die Hosen kennen, sollen die Handydosen abnehmen. So. Das könnt ihr auch mit hocken, so ist gut. Das sieht gut aus und das geht so. Menge schwitze ich wie eine Kuh auf die Alp, wenn wir Kräutli da verleidet sind, dann kommt ein Dreieck. So. Könnt ihr das machen? Wo machen sie mit? Ihr seht, wie schwierig das ist im Fernsehen. Zwei. Also, Menge schwitze ich wie eine Kuh auf die Alp, wenn wir Kräutli da verleidet sind. Würde dort umgumpen wie ein Kalb, ohne Sorgen in meinem Grind. Das Leben wäre ein ganz leichter Kuss auf den Bergen, Juhai. Es muss gleich aus und zu, musst ja, da bleibst nicht lang. Alle machen es so. Hoch oben, dort auf dem Berg, ist das Leben noch lebenswert. Da wachsen Kräutli, sprüssen Blümli, es ist eine wahre Pracht. Hey, das dunge Geissli, ganz vergnügt bis in die späte Nacht. Alle Geissli machen so. Hoch oben, dort auf dem Berg, ist Leben noch lebenswert. Stell einfach an, hol zünftig Schnuff. Und du wirst sehen, dein Herz wird richtig gut. Jetzt kommt das Orgel-Solo. Mit Anfang zu alle meine Ämter. Ja. Gut. Wir müssen nicht zusammen starten. Die helfen mir, die helfen. Aber wir schrecken uns. Genau, noch ein Playback. Gut. Jetzt ist gut. Achtung, fertig. 2, 3, 4. Langsam. Schwimme du vom See, schwimme du vom See. Das Leben zieht Wasser, scheint dir, dann zieht mehr. Sehr gut, sauber. Alle haben es ganz gut gemacht. Kann man nicht sagen, oder?
Es gibt einen richtig schönen Schlagnamen in der ersten Phase. Und in der nächsten Phase gibt es Butter. Wir fangen langsam an. Zuerst, wenn ihr Schlager am Hand wenn ihr Schlager am Hand könnt ihr euch melden. Und wir tun so, so lange von der Frage, wie heisst die Muckli, können sie foltern lassen, bis der Schlager am fertig ist. Das ist jetzt fair. Are you ready? Alright. Okay, 1, 2, 3, 4. Nichts zum Schreiben da. Man könnte sagen, Herr Paul, bringt sie mal einen Filzstift. Ich sage, Filzstift, der bringt einen Meter. Oh, sie sind jetzt kalt, Herr Paul. Lassen Sie sich da nicht abreißen. So. Können wir es mal anschauen, genau. Zum Bildschirm, bei mir nicht. Also. Geometrie für Anfänger. Was ist das? Ein Punkt. Punkt. 500 Punkte. Ah, für ihn. Für einen Punkt hat es noch nie 1000 Punkte gegeben. Ja. Das Publikum hat 1000 Punkte. Das war wegen deinem Strahlen. So, Punkt. Und jetzt, Herr Paul, den Meter. Haben Sie noch vorher in der Hand gehabt? Wie heisst der berühmte Satz? There is always. Give never a glass by hand. This is not a glass. No, this. There is always a what line between? The employer and between. And there the is always. Other stuff. There is always a. Red line. Yellow. Yes. I had it. No, this one is yellow. Yes. Repeat, that's right. Yellow. Yellow. Okay. Was ist los? Herr Paul. Nein, jetzt irgendwo hört es dann wieder. Würden Sie bitte sagen? Das ist fürs Bilderrätsel? Ja. Da freut er sich mächtig. Dass, ja, sauber. Frau Muckli, den können Sie gewinnen, wenn Sie bei uns im Bilderrätsel mitmachen. Und unsere Homepage ist doppelmoppel.ch. Herr Paul, schauen Sie doch bei sich mal schnell schauen, ob Sie die Haustür haben. Wir machen ein kleines Experiment, Herr Paul. Wie bitte? Nein, halt. Ich könnte heute einfach aufmachen. Sie müssen zuerst wissen, wer davor ist. Sie müssen doch zuerst fragen: Hallo. Hallo. Ich habe gar nicht geklopft, Herr Paul. Und jetzt würdest du als nächstes wahrscheinlich mal dort zwischen ihnen parkieren. Zwischen die zwei. Du musst die Windverhältnisse anschauen. Dusche! Du hast einen. Herr Paul, Sie haben das Ding drin gelassen. Er nimmt den einmal an und ich. Nein, es ist natürlich erschwerte Bedingungen bei diesem Wellengang. Ich bin froh, dass es keinen Wind. So. Also. Das ist noch schwer. Motorbootfahren ist ja sehr anstrengend. Ja. Wir machen das Gleiche nachher noch mit Wasserskifahren hier rein. Okay. Gut. Jetzt haben wir also die Situation Hafen. Hafen? Ja, Hafen. Tust du uns erklären, was jetzt alles passiert? Und wie, also, ich müsste sie nachher anmachen, Olga. Schau mir jetzt an. Im Hafen ist immer schwierig und wichtig, dass man aufs richtige Schiff geht. Dass man weiss, welches das richtige Schiff ist, gibt man einfach Vollgas vorwärts und fährt raus. Wenn man draußen ist. Es ist sauber rausgefahren, sie gibt es nicht. Ja. Und du hast gerade gewusst, welches das ist. Ja. Jetzt gibt es ja das Spiel, jetzt machen wir jetzt gerade mal das Hütli-Spiel, wo man nie weiss, welches das Schiff ist, kommt jetzt spontan in den Sinn. So. Ich rate, es ist der außen rechts. Das mittlere. Außen rechts. Der. Außen rechts, ja. Der mittlere ist. Voll das mittlere. Wir sind euch nicht ganz einig. Ich habe das mittlere. Okay. Aber nein, also. Alles klar. Weil ihr euch nicht einig seid, aber an sich eine gute Teamleistung geboten habt, gönnt unsere Wasser nächsten 1000 Punkte. Du das da machen. Eben. Da.
Mikko. Du. So, was machen wir jetzt? Ja, Mikko. Ich habe noch Ja gemacht, dass er mitkommt. Okay, es war schwer, den Weg zu finden. Ich gebe es zu. Das ist eine neue Abschleppdauer. Was hast du für ein Bild im Bauch? Das Tattoo. Zeig, was ist für eins. Geh mal auf die Zeit, müssen wir anschauen. Was heisst das genau? Es ist einfach ein Muster, das heisst nicht. Was heisst? Es ist einfach ein Muster. Das ist ein Gesicht, das ist kein Muster. Wo ja. Siehst du das Gesicht? Ja, sorry. Bist du ein Picasso? Komm mal vorne. Nein. Du, da haben wir dich aber voll gekleidet. Wo ist die Kamera, die zeigen kann? Kamera 3. Gut, zeig mal. Also, man sieht euch da deutlich eine Nase. Und ein Maul. Und hier die Schälfrisur. Aber ich finde, nein, halt. Ich finde, das ist eine gute Fantasie. Und jetzt, was machen wir als erstes? Vorleine lösen. Vorleine, sehr gut. Gelöst. 250 Punkte. Motor anstellen. Gut, anstellen. Ja, wo ist das? Wo ist das? Sind doch die Halbzeit im. Sind doch die Halbzeit schon im Bo gsi? Ah. Montag, Dienstag. Also, können wir das gehen? Herr Paul, Sie sind wirklich ins Spiel verderben. Das ist aber, wer spielt jetzt da? Ich nicht. Weil es ist dann mein Büschli. Das da, ah, das dort. Gut, also jetzt können wir loslassen. Du musst mit dem spielen. Nein, das spiele ich. Was? Das ist meine. So, jetzt ist gut. Jetzt könnt ihr loslassen. Achtung, fertig, los. Also, ihr tun jetzt hinten an das, also, Motor, hinten an das Segelboot anfahren. Aha. Meins geht nicht. Wieso? Du fahrst falsch. Ja. Ich fahre gar nicht. Hast du angestellt? Die zwei gehen da schon. Komm, ich kann dir helfen. Fernbedienung. Herr Paul, helfen Sie bitte. Ja, jetzt zusammenfahren. Jetzt das Segelschiff hier anfahren. Wer ist das? Bist du das? Ja, das weißt du, das ist ja dein Boot. Das ist dein Boot, musst du doch kennen. Aber die Fernsteuerung ist nicht für das. Was ist nicht für das? Ja, sie hat gerade die Fernsteuerung für das. Was machst du da mit dem Motor? Sie schaut den Motor an. Jetzt ist er da. Bist du das? Halt, du musst das Segelboot zurücknehmen. Aha. Stell dir vor, es kommt Wind, dann bist du geliefert. Das mal, bevor der Wind kommt. So, und du gib Gas. Das ist auch kein Mastweg. Jetzt haben wir die richtige Position. Schau jetzt, okay. Her. Ja, jetzt aber runterfahren, das Tötli. Ah, das geht runter. Das Segelschiff runterfahren. Ihr müsst ja das Segelschiff runterretten. Das ist ja wieder Hacking. Der hat auch nicht weggefahren. Du dich jetzt auf dein Schiff konzentrieren. Ja, weißt du, das geht. Ja, du schaust da ins falsche Ort rein. Das ist ein sogenannter Dummy. Ihr wisst jetzt, ja, wir haben ja geübt, die Wasserballettkür, die machen wir jetzt hier im Wasser. Wollt ihr das Bötchen dabei oder stört euch das? Hey. Okay. Du willst dabei haben. Welches Bötchen willst du dabei? Welches Bötchen willst du dabei haben? Du musst mit dem Kopf zu mir schauen dann. Gut. Sehr gut. Okay, was mir natürlich jetzt nicht ein. Oi, oi, oi! Ja, aber das ist ja unglaublich. Frau Muckli, wie viele Punkte geben Sie für diesen wunderbaren Badeanzug? Ich meine, das sind 500 Punkte, einfach so. Gut. Also, jetzt als erstes machen wir Folgendes. Als erstes tun wir mal das mit dem Luftanhalten üben. Als erstes probieren wir das mit dem Luftanhalten. Ist das gut für euch? Was? Im Luftanhalten. Luftanhalten. Also, Moment, halt, ich will eine Schätzung haben. Wie lange mögen die drunter sein? Damit Frau Muckli sich ein bisschen zuhause vorbereiten kann. Wie lange sie aufs WC kann? 4 Minuten. Wie viel? 4 Minuten. 4 Minuten? Das ist ein wenig lang, 4 Minuten. Was meinst du? Ja. Minuten? Ja, höchstens. Höchstens. Sag eine Zahl. Ja, Minuten. Eine Minute? 56 Sekunden. Ich bleibe drinnen. Oh, ja, Mann! Ja, das gibt 1000 Punkte! Los! Gut. Geht jetzt länger, liebe Kinder, die heim. Wenn ihr das macht. Hey! Das ist gar nicht so lang gegangen. 25 Sekunden. 30 Sekunden. Liebe Kinder, wenn ihr das macht, dünnt ein bisschen aufpassen, wenn ihr das Segelschiff nehmt. Mit
der verbrauchten Luft ist es etwas schwierig. Wenn der Papi Kettenraucher ist, nehmen wir das Bötchen nicht zum Schnaufen unter Wasser. Gut, das haben wir jetzt sehr gut gemacht. Leider haben beide, also alle drei, haben die gewünschte Punktzahl, Sekundenzahl nicht erreicht. Starke Muskeln. Machen die das? Oh, holla. Anspannen. Ja, tun die Kraft trainieren? Nein. Au! Oh. Ja. Viel Wasser um zu gurken, deine Kraft trainieren, glaube ich nicht, sicher. Holla. Gut, also normalerweise würde ich es mit dem Köpfler erledigen, das macht er heute nicht. Nein, eher weniger. Du kannst schon, wenn du willst. Du musst einfach wegen dem flach in den Startsprung, würde ich vorschlagen. Das ist gut. Gut, also wir sehen WM-Gür, oder was sehen wir genau? Ja, alles WM. Alles WM, Ravel. WM-Popuri zu Ravel, Bolero. Wer hat die Kleider designt? Ich, Dora. Und das ist Olympia. Das ist Olympia. Es gibt aber zwei Olympien. Das gibt 500 Punkte Abzug. Weil sie hat uns beeindrucken mit diesen Kunstwerken. Hat man das an der Olympiade tragen? Nein. Doch. Hat man so etwas angehabt? Hat man nicht müssen so mit Schweizer Kreuz und drei Streifen? Nein, wir sind geschwommen mit denen. Wir sind mit denen. Also. Alle. Oh, mit Spängeli. Oder was ist das? Nasenklammern. Ah, mit seinen Spätern. Du brauchst sie nicht? Nein. Jetzt hast du mir Anfang der Woche im Vortrag gehalten, man bräuchte die Nasenklammern. Ja, du, also das sind ein paar Zentimeter da. Also. Ja, aber Wasser kommt doch mit ein paar Zentimeter die Nase rein. Ich kann mich anlegen, wenn es dir Freude macht. Ja, nein, ich meine, ich wollte euch einfach schützen. Oh. Wenn ich den Kopf ins Wasser reinhebe, dann kommt doch sofort etwas raus. Also Wasser rein, kommt doch Wasser rein, wenn ich den Kopf da ins Wasser reinhebe. Dann habe ich das alles in die Stirnhöhle. Wenn verkehrt, ja, so. Aber wenn vorwärts nicht? Gut, mach's nicht. Also. Achtung, fertig, los. Ihr startet draußen, oder wie? Ravel! Ravel ab! Spielt ihr jetzt auf Zeit? Thank you.
Doppelmoppel hat die Show geheissen. Wir haben ein paar Highlights aus dieser Zeit wieder aufleben. Frank Baumann, wie ist das jetzt hier ergangen beim Anschauen von diesen Kunstwerken? Es ist einfach schade, dass irgendeine Hose im Fernseher das abgesetzt hat. Das tut, nein, es ist wirklich Sünde und schade. Ich finde es ein Bischof. Leider. Also speziell, nicht, weil ich es jetzt gemacht habe, zum Schauen. Ist doch schön. Speziell ist noch, dass das alles sehr, sehr improvisiert ist. Alles improvisiert? Alles. Ja, ja, ist alles. Ist immer am Tag selber alles Freestyle improvisiert gewesen. Also die Dame im Wasserballett zum Beispiel, die haben gesagt, du, wenn ihr wollt, macht das. Und haben gesagt, das ist lustig. Man sieht, hat sie auch gesehen, die haben sich abgesprochen mit Schauen. Und haben dann, das ist natürlich nicht perfekt, aber es ist authentisch. Und das finde ich wunderschön. Gibt es Fernsehpläne, weitere Shows, die man demnächst wieder sehen kann? Ja, wir haben jetzt 8 Folgen von «Genial daneben» aufgezeichnet. «Genial daneben» ist ein Format, das in Deutschland von Hugo Egon Balder gemacht wird, auf Sat.1. Wir haben eine Schweizer Variante mit dem bekanntesten Schweizer Komiker. Zum Beispiel? Es gibt, glaube ich, gar keinen, ich komme gerade in den Sinn. Nein, der Patrick Frey zum Beispiel. Okay, Lorenz, der dich kritisiert hat ja, schon mal, gell? Oh ja, du. Patrick Frey, Lorenz Kaiser, René Rindlisbacher, Zuccolini, also querbeet. Und die müssen Begriffe erraten und müssen erklären, was der Begriff ist. Irgendetwas, das zweideutig ist, mehrdeutig, etwas völlig im Vorgang, müssen die erraten und erklären. Und das ist sehr, sehr heiter. Und das sollte im nächsten Jahr kommen. Und du bist der Tätschmeister? Ja, ich bin der Gast, der Frögli. Ja. Du bist jetzt auch einer, der Fernsehen genauestens beobachtet. Du machst Kolumnen für das Fernsehheft Tele. Wenn du jetzt das mal so ein bisschen betrachtest, was abgeht in dieser Fernsehwelt, was ist für dich das Erfreuliche, was das weniger Erfreuliche? Das Erfreuliche ist für mich, dass es immer mehr Sendungen gibt, wo man eine gewisse Tiefe sucht. Das könnte, also das sind Sender wie Arte oder Dreisat, ein ganz spannende Format. Das Schweizer Fernsehen hat ein tolles Format in dieser Hinsicht. Und was mich einfach wahnsinnig beelendet, ist die Oberflächlichkeit, wo mit dem quasi ein Wettrennen eingeht. Wer kann noch oberflächlicher, wer kann noch platter sein und wer kann noch auf einem schnelleren Witz und Gag aussehen. Das beelendet mich. Vielleicht ist es auch eine Frage vom Älterwerden, dass ich nicht mehr so den Zugang habe. Aber ich finde es einfach dann zum Teil sehr schade. Alles so frontal, geht ins Gesicht hinein, hat keine Eleganz, keine Raffinesse und nicht mehrere Ebenen. Ich habe immer versucht, mit mehreren Ebenen zu arbeiten. Und das tut mir sehr schade, dass das Erfreulich war es, dich hier zu haben und mit dir hier auf die vergangenen Fernsehzeiten zurückzuschauen. Vielen herzlichen Dank und behalte Sorge zu deinem inneren Lausbub. Gib mir Mühe. Frank Baumann, danke schön. Retro mit einem Blick zurück in die Zeit gibt es nächsten Freitag wieder. Dann geht es unter anderem musikalisch zu und her. Wir machen ein paar Abstecher in die Vergangenheit zusammen mit der Monika Kählin. Schön, wenn ihr dann auch dabei seid. Bis dann, eine gute Zeit in der Gegenwart. Auf Wiedersehen.